Hier sieht man mal für den August 2019 die Kohlenmonoxid-Emissionen. Das heißt, die entstehen dadurch, dass es brennt. Und man sieht hier, überall auf der Welt finden große Brände statt. Einige sprechen schon vom Pyrozän, dem Erdzeitalter, das durch das Feuer geprägt ist. Man kennt ja vielleicht schon mal den Begriff des Anthropozän, des Erdzeitalters, das durch den Menschen geprägt ist. Aber das Pyrozän ist ein neues Phänomen. Und man erkennt hier auch, dass da, wo die Höchsttemperaturen systematisch angestiegen sind, nämlich da finden auch tatsächlich die Brände statt. So when we look at it, we really realize it's not just a technical problem. It was just not simply we burning carbons, our very naive, innocent actions that led us here. It was actually a very well thought out and even intentional process that could lead us here. And that's why when we talk about the climate crisis, we cannot not talk about capitalism. Auch wenn das so toll klingt mit dem Bewusstseinswandel. Nein, nein, nein. Bewusstseinswandel ist nicht das Entscheidende. Bewusstsein ist ja so ein Oberbegriff für Faktenwissen und Werthaltung. Das als solches, gucken wir mal in den Spiegel, das ist die einfachste verhaltenswissenschaftliche Methode. Also Faktenwissen und Werte, das alleine treibt uns selten an. Im Gegenteil, wir aktivieren Wissen und Werte vor allem dort, wo andere Verhaltensantriebe dazukommen und da machen wir die denn dienstbar. Dieses Neue wird nicht von nichts kommen. Das wird nicht kommen, weil die Parteien die letzten 30 Jahre damit verbracht haben, die Klimakrise zu produzieren, endlich umschalten. Wie naiv wäre das? Es wird auch nicht von der Industrie kommen, die massiv davon profitiert haben, die Klimakrise zu produzieren. Es wird auch nicht von den Finanziers kommen, die die Klimakrise erst so mit, sozusagen mit so viel Geld gesponsert haben, dass es zu dem werden konnte, was sie ist. Nein, die großen Veränderungen, die wir brauchen, wird ausschließlich von den Menschen kommen, die den Anfang machen. Und ich denke manchmal über Fridays for Future und über die Klimabewegung im Allgemeinen wie eine Wunderkerze nach. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Highlight-Event der vierten Public Climate School. Wir sind Lena und Patricia, zwei Masterstudentinnen an der Hochschule München und freuen uns sehr, dass mittlerweile schon ja um die 350 Teilnehmer und Teilnehmerinnen in unserem Zoom-Raum sind. Und auch noch viel mehr Leute über unseren YouTube-Livestream zuschauen können und sich heute Abend mit dem, ja, unserem Leitthema vom Reden ins Tun kommen auseinandersetzen möchten. Hi zusammen, auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns riesig, dass Sie sich heute alle die Zeit genommen haben, den Abend mit uns zu verbringen. Und wir legen auch direkt schon los. Ich würde Ihnen gerne unsere Agenda des Abends kurz präsentieren. Wir dürfen nämlich heute vier motivierende, inspirierende und auch inhaltlich extrem interessante Keynotes hören von vier SpeakerInnen. Den Anfang wird Herr Professor Dr. Harald Lesch machen, indem er uns einen Überblick über den Stand der Klimakrise verschaffen wird. Gefolgt von Frau Toni Nauschim, sie spricht über das Thema A Fight Against Capitalism. Danach wird Herr Professor Dr. Felix Eckert über Transformationsbedingungen zur Nachhaltigkeit sprechen. Und Luisa Neubauer rundet den Abend ab oder die Keynotes ab mit dem Thema die Notwendigkeit von politischem Aktivismus. Alle Keynotes werden 15 Minuten andauern und danach haben wir noch 5 Minuten Zeit für eine kleine Fragerunde. Nach der Keynote-Session im TED-Talk-Format möchten wir gemeinsam überlegen, wie wir jetzt inspiriert von diesen Keynotes vom Reden ins Tun kommen können und starten dafür eine kleine interaktive Session mit Ihnen und hören dann noch kurze, knackige, eineminütige Elevator-Pitches der Umweltreferate der Münchner Hochschulen und der Students for Future. Wir haben eine Keynote, die auf Englisch gehalten wird, und zwar die von Frau Toni Nauschen. Deswegen begrüße ich jetzt auch noch kurz unsere englischsprachigen Gäste. A very warm welcome also to our English-speaking guests. We're super glad you're joining, even though the event will be held in German mostly. We hope you can still follow most of the contents and will enjoy the night. Thanks for being here. Vorab, bevor wir loslegen, noch kurz 5 kleine Hinweise. Der Chat ist deaktiviert. Zur Fragerunde gebt deshalb bitte gerne eure Fragen, die ihr habt, auf dem Tool Tweetback ein. Ihr könnt hier einmal den Link sehen, er wird auch gleich in den Chat gestellt, oder einfach diesen QR-Code scannen. Hier könnt ihr dann ganz einfach alle eure Fragen eintippen, die euch einfallen, aber auch die Fragen sehen, die andere stellen. Mit einem Klick auf den Like-Button upvotet ihr sozusagen andere Fragen, denn am Ende, aufgrund der begrenzten Zeit, können wir nur die Frage stellen, die alle am meisten interessiert.
Außerdem bitte beachtet, dieses Event wird aufgezeichnet und läuft parallel im YouTube-Livestream der bundesweiten Public Climate School. Also hallo an alle YouTube-Gucker auch. Und die Teilnehmenden sind aber sowieso stumm geschaltet und eure Kameras sind aus. Wenn ihr Lust habt, teilt gerne die Eindrücke des heutigen Abends auf euren Social-Media-Kanälen, gerne unter den Hashtags Public Climate School und Wandel fängt mit Bildung an. Alles klar, dann kann es jetzt eigentlich losgehen. Viel Spaß. Ganz genau. Und wie Patti bereits gesagt hat, wird unser erster Keynote-Speaker Herr Professor Dr. Harald Lesch sein. Als Professor für Philosophie und Astrophysik und auch als Moderator für die ZDF-Sendung Terra X, Lesch und Co. klärt er täglich über naturwissenschaftliche Grundlagen auf und wird uns jetzt in den nächsten 15 Minuten einen Überblick über die Klimakrise geben. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag, Herr Lesch. Wir können nun sehr gerne das Wort ergreifen. Ja, vielen Dank. Ich bin gespannt. Ich hoffe, erstmal technisch klappt alles. Ich teile meinen Bildschirm und sehe, es funktioniert. Wunderbar, schön. Ich hoffe, ihr seht alles. Ja, im Grunde genommen kann mein Vortrag, der braucht eigentlich nur eine Minute zu dauern, denn das, was ihr hier auf der ersten Folie seht, das ist das, worum es gehen soll, nämlich den Klimawandel in Kurzform. Und niemand hat das besser dargestellt, nach meinem Dafürhalten, als die Kollegin Helga Kropp-Kolb aus vom Institut für globalen Wandel und Nachhaltigkeit in Wien. Sie hat es einmal auf einer Folie zusammengebracht und ihr seht, worum es geht. Es sind natürlich die Emissionen. Die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre hat sich so stark erhöht, dass eben die Erwärmung systematisch global ist. Wir werden gleich noch sehen, wie man das auch nachweisen kann. Und daraus ergibt sich ein Klimawandel. Das heißt, die Natur reagiert schlichtweg auf den höheren Eintrag an Energie. Es bleibt einfach sehr viel mehr solare Energie im Erdsystem übrig und das hat natürlich Konsequenzen, insbesondere auf die einfachste Art und Weise gebracht, Auswirkungen, was das Wasser betrifft, also vor allen Dingen das gefrorene Wasser wird natürlich bei höheren Temperaturen flüssig, das heißt sowohl die Gletscher verändern sich in der Arktis, das heißt die Gletscher, das Eis, was im Wasser liegt, verändert sich, aber auch die Festlandsgletscher verändern sich, es ändert sich aber auch insbesondere das Klima dahingehend, dass es mehr Extremwetterereignisse gibt. Es gibt deutlich mehr Aktivität in der Atmosphäre. Das muss nicht immer bedeuten, dass es überall gleichmäßig wärmer wird, im Gegenteil, sondern dass es eben zu ziemlich katastrophalen Veränderungen kommt, dass sehr, sehr lange Dürren da auftreten können, aber auch extreme Niederschlagsereignisse. Und um das in der katastrophalen Variante einer 2-Grad- oder über einer 2-Grad-Erwärmung zu verändern, um das zu verhindern, müssen wir deutlich etwas ändern. Nicht nur an unserem Lebensstil, sondern auch an der Art und Weise, woher wir unsere Ressourcen beziehen, namentlich die Ressourcen für unsere Energieversorgung. Und ich werde ein bisschen was dazu erzählen, wie momentan der Stand der Dinge ist. Und jetzt muss ich mal gucken hier. Ich hoffe, das funktioniert. Das ist aktuell der Stand der Dinge. Also die mittlere Temperatur hat sich global erhöht. Um ungefähr 1,1 Grad, manche sagen sogar schon in einigen Bereichen um 1,2, 1,3 Grad. Das heißt, wir sind auf dem Weg in eine Welt, in der eine deutlich höhere mittlere Temperatur auf dem Planeten besteht. Und viele werden sagen, mein Gott, dieses eine Grad macht doch nichts aus. Aber das ist eine ungeheure Energiemenge, die da in der Atmosphäre steckt, dadurch, dass eben dieses eine Grad mehr dabei ist. Und diese ungeheure Energiemenge, die wird eben von dem System verteilt. Und diese Verteilungsprozesse sind dann diejenigen, die wir als katastrophale Folgen eben zu gewärtigen haben. Wir erleben es in weiten Teilen schon, wir erleben es auch insbesondere in Deutschland. Dürreperioden sind ein typischer Zustand inzwischen geworden. Weite Teile von Deutschland unterliegen einer Dürre, die seit über 2000 Jahren einmalig für Europa ist, haben unlängst erst dendrochronologische Untersuchungen ergeben, also die Untersuchung von Bäumen. Das heißt, wir sind mittendrin im Klimawandel. Es ist alles andere als eine Erscheinung, die irgendwo auf der Welt stattfindet. Aber was auf der Welt überall stattfindet, kann man hier auf dieser Karte ziemlich gut erkennen, nämlich eine allmähliche Erhöhung der Höchsttemperaturen. Und man achte vor allen Dingen darauf, dass es überall auf der Erde stattfindet. Das sind keine lokalen Phänomene, sondern es ist ein globales Phänomen. Und insbesondere, man kann es hier, glaube ich, ziemlich gut erkennen, sind insbesondere die polaren Regionen davon betroffen. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Man sieht allerdings auch, dass praktisch alle Kontinente sind von dieser globalen Erwärmung betroffen. Und das muss uns, wenn ich mir das Wortspiel erlauben darf, eben sehr betroffen machen. Und was kann man dagegen unternehmen? Schauen wir uns mal an, das ist das, was wir auf dem Boden sehen. Schauen wir uns an, wie seit den letzten 130, 140 Jahren sich die mittlere Temperatur der Ozeane erhöht hat. Und das ist die besonders schlechte Nachricht. Die Ozeane puffern zurzeit
über 90% der globalen Erwärmung noch ab. Und wir sehen jetzt hier bereits so, dass ab 1970 systematisch alle großen Ozeane immer wärmer und wärmer werden. Und je wärmer die Ozeane werden, umso weniger Kohlendioxid können sie aufnehmen, umso weniger ist die Pufferwirkung. Ich würde sagen, wenn Außerirdische diese Entwicklung seit, sagen wir mal, 200 Jahren auf unserem Planeten beobachten würden, dann würden sie feststellen, unser Planet hat ganz offensichtlich Fieber. Also die Situation ist außerordentlich dramatisch. Und das, um es noch auf den Punkt zu bringen, hier sieht man mal für den August 2019 die Kohlenmonoxid-Emissionen. Das heißt, die entstehen dadurch, dass es brennt. Und man sieht hier, überall auf der Welt finden große Brände statt. Einige sprechen schon vom Pyrozän, dem Erdzeitalter, das durch das Feuer geprägt ist. Man kennt ja vielleicht schon mal den Begriff des Anthropozän, des Erdzeitalters, das durch den Menschen geprägt ist. Aber das Pyrozän ist ein neues Phänomen. Und man erkennt hier auch, dass da, wo die Höchsttemperaturen systematisch angestiegen sind, nämlich da finden auch tatsächlich die Brände statt. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Indikatoren dafür, dass es überhaupt nicht gut läuft. Man könnte auch sagen, es läuft in eine Katastrophe rein, zumal eben in den letzten Jahren insbesondere die verstärkenden Rückkopplungen immer deutlicher und deutlicher geworden sind. Mit anderen Worten, wenn was passiert, dann passiert es so, dass es die Wirkung des Klimawandels noch weiter verstärkt. Ein typischer Fall ist, es wird wärmer, das Eis verschwindet, dadurch werden Flächen dunkler und dunklere Flächen absorbieren mehr von der Wärmestrahlung und überhaupt von der Sonnenstrahlung insgesamt, als die hellen Flächen, die reflektieren nämlich. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wenn Festlandsgletscher verschwinden, der Meeresspiegel ansteigt, sondern insbesondere dann, wenn das arktische Eis verschwindet, das liegt ja im Wasser, wenn dieses Eis verschwindet, dann wird aus der weißen Fläche dunkle Fläche. Das heißt, man verliert auf der einen Seite Reflexion und verliert oder gewinnt in Anführungsstrichen auch noch die Fähigkeit, dass das System systematisch mehr und mehr Energie aufnimmt. Das heißt, die natürlichen Veränderungsprozesse sind bereits auf dem Weg, eben unseren Einfluss, der Treibhauseffekt ist anthropogen, ist eindeutig anthropogen, das kann man, sage ich an der Stelle einfach mal so als Bemerkung, kann man eindeutig durch Isotopenanalysen des Kohlenstoffs in der Atmosphäre nachweisen. Und zwar seit Mitte des 19. Jahrhunderts sind gewisse Isotope in der Atmosphäre deutlich weniger vorhanden. Das hat damit zu tun, dass wir bei den fossilen Ressourcen eine besondere Form von Kohlenstoff in die Atmosphäre bringen, die nämlich ganz bestimmte Isotope, also verschiedene Kerne, Atomkerne von Kohlenstoff eben nicht eintragen. Das heißt, wir wissen ganz genau, der Treibhauseffekt, den wir da haben, der ist eindeutig anthropogen, also von Menschen gemacht. Und jetzt reagiert die Natur auf diese von Menschen gemachten Effekte immer deutlicher. Eine andere Form ist die Wasserdampfrückkopplung, nämlich wenn es wärmer wird, dann kommt eben mehr Wasserdampf in die Atmosphäre. Die Verdunstung von Ozeanen steigt, die Luftfeuchte steigt, der Treibhauseffekt nimmt zu. Das heißt, davon gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen selbstverstärkenden Prozessen. Ich erwähne noch den Permafrost, dass der Permafrost in Sibirien und in Kanada und Alaska auftaut. Dabei taucht ein Gas auf, das noch treibhausaktiver ist als Kohlendioxid, nämlich das Methan. Das heißt, auch hier haben wir einen Prozess, der systematisch die Effekte des anthropogenen Treibhauseffektes weiter verstärkt. Und das ist natürlich die ganz, ganz große Warnung. Das darf nicht so weitergehen. Ansonsten laufen wir in eine Heißzeiterde hinein, wo wir das Klima in keiner Form mehr, in irgendeiner Form noch zurückdrehen können. Man könnte also vom Gesundheitsstatus der Erde sprechen. Wir haben den Klimawandel mit einhergehend mit der Aufnahme von mehr Kohlendioxid in den warmen Ozeanen kommt es zu einer Versauerung der Meere. Das heißt also, die Meere werden für Kalkschalenlebewesen immer unangenehmer. Korallen verschwinden. Wir haben ein enormes Problem mit unseren Ressourcen, die wir verbrauchen. Wir haben praktisch eine Umweltverschmutzung auf allen Skalen, das heißt auf allen Längenskalen, sowohl im Kleinen wie im Großen. Und das hat zur Folge, dass wir eine enorme Reduktion der Biodiversität sehen. Also die Fauna und Flora wird immer geringer, es wird immer monomanischer, also immer monotoner. Und das alles passiert zur gleichen Zeit. Das ist übrigens ein Ausdruck dafür, dass wir es mit einem komplexen System zu tun haben. Und jetzt kommt es natürlich dazu, wenn wir diesen Zustand nehmen, das war jetzt sozusagen die Inventur, was bedeutet das für die Zukunft? Und wenn wir uns die IPCC-Projektion anschauen, dann kann man hier einmal sehen, für einen Eintrag Business as usual, das wäre diese plus 5 Grad Celsius-Kurve. Und wenn es uns gelingt, das irgendwie abzubremsen noch,
dann könnten wir bei plus 2 Grad landen, wenn es gut läuft. Und ihr seht auch, wir sind gerade an dem Moment angekommen, wo wir jetzt die Entscheidung treffen müssen, in welche Richtung es gehen soll. Schaffen wir die 2-Grad-Turn oder laufen wir in die 5-Grad-Katastrophe hinein? Und um das zu verhindern, dafür machen wir heute Abend ja auch diese Veranstaltung. Im Pariser Klimaabkommen ist ganz klar, was gemacht werden muss. Eine Verpflichtung, eben die Erwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten, am besten unterhalb von 1,5 Grad. Das heißt, im Klartext, es dürfen keine Netto-Kohlendioxidemissionen mehr ab 2050 stattfinden. Das wird eine riesige technische Herausforderung. Die Verbrennung von Kohle muss bis 2030 mehr oder weniger beendet sein, soweit es irgendwie möglich ist. Wir werden uns also auch mit Phänomenen beschäftigen und Mechanismen beschäftigen, wie man Kohlendioxid möglicherweise bindet. Das heißt, es wird gar nicht zu verhindern sein, dass weiterhin Kohle verbrannt wird. Das heißt, wir müssen es auch schaffen, Kohlenstoff zu speichern. Insgesamt ist das Ziel, dass alle fossilen Energieträger bis 2050 durch klimaneutrale Energiequellen ersetzt werden können. Und für uns in Europa bedeutet es eine besondere Verantwortung, denn wir sind über die letzten 2 Jahrhunderte eben ganz erheblich auch für die Treibhausgase verantwortlich. Das heißt, wir sind vor allen Dingen historisch verantwortlich und aufgrund unseres Reichtums eben auch aktuell verantwortlich. Und das IPCC macht es ganz klar, die 2-Grad-Grenze ist eigentlich viel zu gefährlich. Da sollten wir überhaupt nicht in die Nähe kommen, sondern wir sollten zusehen, dass wir so schnell wie möglich von der Kohlenstoffemission runterkommen. Die nächsten Jahre sind unbedingt kritisch. Und wie es Jean-Pascal van Ypsilon mal gesagt hat, every half of degree matters, every year matters und every decision matters. Das heißt, es kommt darauf an, die Entscheidungen so schnell wie möglich zu fällen und auch möglichst schnell in die Gänge zu kommen. Deswegen eben auch, wie kommt man jetzt von dem ganzen Wissen, was wir haben, zum Handeln. Wir sehen hier mal, Volker Quaschling hat das auf seiner Homepage präsentiert. Wie sieht es eigentlich aus? Wie soll das zum Beispiel für Deutschland laufen? Schauen wir uns die bisherige Entwicklung an. Also das ist diese Kurve mit den blauen Punkten. Und schauen wir uns an, was waren die Ziele der Bundesregierung bis jetzt? Waren ja nur 55% Reduktion bis 2040. Beziehungsweise bis 2050. Das ist natürlich alles viel zu wenig. Wir sehen, wir müssen deutlich weiter runter. Die Erfordernisse des Pariser Klimaschutzabkommens sind da absolut eindeutig. Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung. Das heißt, aus der Inventur, aus der Kenntnis über diese naturwissenschaftlichen Zusammenhänge folgt jetzt eine gesellschaftspolitische und technologische Großherausforderung, wie sie unsere Gesellschaft bis heute noch niemals gesehen hat. Und was bedeutet das? Wir müssen in die Energiewende rein. Das ist sicherlich der allergrößte Brocken, um den es geht. Das heißt, wir müssen es schaffen, eine fossile Industriegesellschaft in eine nachhaltige Industriegesellschaft zu verwandeln. Dazu wird es notwendig sein, eine Wachstumsdynamik völlig zu verändern. Denn bis jetzt ist es so, dass eben die wirtschaftlichen Wachstumsvorstellungen immer einhergehen mit natürlich auch mehr Energieverbrauch und so weiter. Das heißt, wir haben es noch nicht geschafft, die Grenzsituation der Ressourcen, sowohl der fossilen Ressourcen als auch der Ressourcen insgesamt, der Ressourcen der Umwelt insgesamt, zu entkoppeln von der wirtschaftlichen Entwicklung. Es muss uns gelingen, bei einer Energiewende praktisch die komplette Energie, die wir verbrauchen, das heißt auch die, die wir verfahren, die wir verfliegen, die wir benutzen für die Industrie, für unsere Wärme und so weiter, komplett erneuerbar hinzustellen und zugleich auch eine Ressourcenwende zu erreichen, dass immer alle Produkte sozusagen vom Ende her gedacht werden können, nämlich wie können sie möglichst hundertprozentig wieder neue Verwendung finden. Das heißt also, Recyclingkreisläufe werden ganz wichtig werden. Dazu gehört, dass Infrastrukturen bereitgestellt werden, das heißt vor allen Dingen nicht nur die Energieerzeugung, sondern auch die Energiespeicherung und die Energieverwendung wird sich verändern. Das heißt, wir müssen die Art und Weise, wie wir mit Energie umgehen in unserer Gesellschaft, verändern. Wir müssen unsere Dienstleistungen neu anpassen und vor allen Dingen auch unseren Lebensstil. Das heißt, wir werden in vielerlei Hinsicht herausgefordert sein, hier die ersten Schritte zu machen, die dann in den nächsten Jahrzehnten weiter Verstärkung finden müssen. Also der Strukturwandel wird auf allen Ebenen erreicht werden. Und jetzt haben wir durch das Urteil bzw. die Urteilsbegründung durch das Bundesverfassungsgericht im Grunde eine Riesenkeule in der Hand, um immer und immer wieder durch Kampagnen in allen möglichen Formen darauf hinzuweisen, dass die Politik verpflichtet ist, tatsächlich diese neuen Pläne weit über das Jahr 2030 hin zu formulieren und auch immer wieder so zu formulieren, dass wir überprüfen können, sind wir noch da, wo wir sein wollen
oder müssen wir nachkorrigieren, müssen wir nachziehen? Das ist überhaupt das Allerwichtigste, dass wir ständig auch auf dem Weg hin zu so einer Energiewende darüber nachdenken und darüber auch informiert werden, was kann eigentlich Neues getan werden, welche Innovationen stehen uns zur Verfügung. Und damit meine ich nicht nur technische Innovationen, sondern auch Verhaltensinnovationen, um für eine Zukunft zu gestalten, die eben für alle ein Leben auf dem Planeten möglich macht. Und für alle bedeutet eben alle, die auf dem Planeten leben, alle Geschöpfe. Und das heißt, wir stehen vor ganz, ganz großen Fragen. Und das war's. Und ich bin bei 14 Minuten angekommen und habe jetzt sogar noch eine Minute länger, um eure Fragen zu beantworten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an Sie, Herr Lesch, für Ihren Beitrag und Ihren Überblick über die Klimakrise, den Sie uns gegeben haben. Ich bin mir sicher, dass auch gerade die Stelle, an der Sie angedeutet haben, wie wichtig es ist, dass wir jetzt handeln und wirklich every degree matters, every year matters und every decision matters, jedem von uns nochmal gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass wir ins Tun kommen. Und genau an der Stelle die Frage aus dem Publikum, die die meisten Votes bekommen hat, ist, sind Sie optimistisch, dass die Menschheit den Klimawandel in den Griff bekommen wird, wenn man die aktuelle Lage berücksichtigt? Also ich habe den Eindruck, dass auf jeden Fall die Menge derjenigen, die verstanden hat, worum es geht, deutlich größer wird. Also gerade die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht macht eigentlich sehr optimistisch, weil das eine Institution ist, die für uns in der Bundesrepublik ja eine überragende Bedeutung hat. Das ist ja eine der Eckpfeiler unserer Verfassung. Und wenn dieses Gericht der Politik ins Gebetbuch reinschreibt, hört mal, so könnt ihr nicht weitermachen, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und was dazu kommt, ist, dass auch auf der Seite der Ökonomie, also der Wirtschaft, inzwischen ein ganz klarer Druck besteht, endlich vollständig in die Erneuerbaren reinzugehen, also raus aus den alten Energiekulturen, wenn man so will, den großen Kraftwerken, die Kohle, Öl oder Gas verbrauchen, sondern hinein in die Erneuerbaren und vor allen Dingen auch da zu investieren, über Genossenschaften zum Beispiel, dass möglichst viele Menschen an dieser Energiewende teilnehmen. Also das macht mich eigentlich alles sehr optimistisch. Und ich habe gerade mit drei Kollegen zusammen ein Buch veröffentlicht über Energiewende für Fußgänger. Das wird demnächst rauskommen, wo ich auch sagen muss, was mich besonders optimistisch stimmt, ist sowas wie Fridays for Future. Ich meine, das ist eine Kampagne, die wirklich die Dinge auf den Kopf gestellt hat und die unglaublich viel bewegt hat. Also insofern, es gibt keine Alternative zum Optimismus. Wir sollten das anpacken und sollten ins Handeln kommen. Das ist das Allerwichtigste, dass wir nicht dabei stehen bleiben, immer nur zu analysieren, sondern vor allen Dingen auch tatsächlich Dinge umsetzen. Und dann werden wir sehen, genau wie jetzt bei den negativen Veränderungen, werden wir sehen, dass es auch bei den positiven Veränderungen zu solchen Rückkopplungsprozessen kommt, die sich selber verstärken. Und dann können wir das auch tatsächlich schaffen, ja. Ja, herzlichen Dank auch für den Optimismus. Ich glaube, der geht in der aktuellen Zeit auch manchmal unter. Und jetzt haben wir auch tatsächlich noch Zeit für eine zweite Frage. Und zwar interessieren unsere Zuschauer und Zuschauerinnen sich auch dafür, ob es hinsichtlich des Klimawandels ein Fehler der Politik war, nach Fukushima aus der Atomenergie auszusteigen. Also die Kernkraft spielt im Kampf gegen den Klimawandel eigentlich überhaupt keine Rolle. Sie ist viel zu winzig. Und die Vorstellung, sich sozusagen vom Regen in die Traufe zu kommen, die Risiken, die mit der Kernenergie verbunden sind, sind viel zu hoch. Und gerade wenn es um das Thema Generationengerechtigkeit geht, ist Kernkraft das allerletzte, was man, wenn ich mal das so sagen darf, euch zumuten darf. Denn das ist etwas, was man nie wieder los wird. Das geht über Jahrtausende, diese Endlagerproblematik. Das ist die Risiken der Kraftwerke sind hoch. Wir haben es erlebt, dass also diese sogenannten Jahrhundertunfälle viel häufiger als einmal pro Jahrhundert stattfinden. Das Problem der Endlagerung ist enorm. Und der dritte Punkt, das haben viele nicht auf dem Schirm, ist, dass die Kilowattstunde Kernkraftstrom ist viel, viel, viel teurer als das, was wir mit Wind und Photovoltaik machen können. Und die paar Prozent, die zum Beispiel die Kernkraft auf der Welt insgesamt für den Energiesektor beiträgt, die kann man nicht auf 100% erweitern oder auch nur auf 10% erweitern. Da müssten Tausende von Atomkraftwerken auf der Welt gebaut werden. Und dieses Risiko sollte sich die Menschheit auf keinen Fall aussetzen. Also das ist kein Weg, sondern es ist nach wie vor so, dass die viel, viel einfacheren, viel risikoärmeren Technologien, Photovoltaik, Solarthermie und Windkraft, das ist der Weg in die Zukunft und alles andere
Es sind nur noch so Rückzugsgefechte. Es kommt mir ein bisschen so vor, dass die Kernkraftbranche hier genauso einen verlorenen Kampf kämpft wie die Kohleindustrie, die auch noch irgendwie versucht, in den letzten Jahren nochmal richtig Geld zu machen. Da ist nichts dran. Und also da bin ich mir völlig sicher, das wird so nicht funktionieren. Alles klar. Herzlichen Dank auch für Ihre Ansicht zu dem Thema. Dann würde ich auf jeden Fall schon mal vielen Dank für Ihre Keynote sagen und Sie dürfen sich jetzt auch schon sehr gerne zurücklehnen und gespannt bei den anderen Speakern und Speakerinnen zuhören. Dankeschön. Vielen Dank, alles Gute. Next up is our guest speaker, Toni Narschen. She's an development professional. She has worked with several NGOs. And she's also an advocate for decolonial, degrowth, as well as anti-racist and climate justice perspectives. Today, she will speak about capitalistic structures in our systems and how we can fight those. We're looking forward to your speech a lot. Ms. Narschen, the stage is yours. Thank you so much. I will start by sharing my screen quickly. Is it working? Could you see? Yes, it does. Thanks. Good. Okay, I'll start with this question. Why talk about capitalism while talking about climate crisis? So what is climate crisis? I think we already know quite well from my previous speaker's wonderful presentation. It was discussed quite in detail. So the reasons for climate change, I will just run through a tiny bit of basics, as we all know already. CO2 and what are the sources of CO2? Basically, a lot of the other gases, but one of them, the one most prominent, is of course CO2 particles in the atmosphere. And then the sources of the CO2 we know are many different sectors, including transport, agriculture, industrial production, and one big chunk is of course the fossil fuel extraction and burning of fossil fuels. And what does it look like? What it means? So who shares the responsibility of this carbon emission? This map from carbon map, our world in data shows the areas of the world that has historically emitted more carbons are bloated here. And we would see these are the areas that were the early industrialized nations who had the first production, systemic economic production that was organized in industrialized ways, or we call it the early capitalist systems. And when we look into the people who are more at risk from the climate crisis, we see a different, completely a different part of the world. That's mostly what we also call often global south. In this case, what one thing to remember is when we talk about global north and global south, we do not the sociologist who came up, we termed the coin Global South and Global North. The idea was to step away from the earlier terms that was used as first world country, second world country, and third world country. So kind of really dismantle that hierarchical idea and focus on a more non-value term. So that's how the Global North and Global South came. It's not always refers to the geographical area that sometimes we mistake. So from this map, what we see is a huge, the largest people who are at risk from climate crisis are heavily concentrated on a very different part of the world than the ones that are responsible for climate change. And from here, what we get a bit of idea that the early industrialized nations and the economies that were organizing differently were the ones who are emitting a lot of carbon. And this one shows what climate crisis would mean for different parts of the world. This shows, this is a data taken from the World Bank, and it shows how the agricultural production would also change due to climate crisis by 2050. And here we see that in sub-Saharan regions, in different parts in South America, the agricultural production would go down by 50%. And in some regions, actually the production would even increase. Does all of this mean? We already knew that the climate change is happening already from the early 19th century. And even though we knew, how did we arrive here? How come we have been continuing on the path?
if you remember the some of the projections that was shared before, that we knew that if we are continuing on this way, we would be facing a global average temperature rise of even 3 to 4 degrees. But we were not doing enough to change that. And one of the funniest, or even not funny, what would be more accurate term, is the most ironic thing, is actually the biggest fossil fuel company, Exxon. Their scientists already found out that the reasons this fossil fuel burning and the fossil fuel extraction are the reasons for climate change, and we would end up where we are today. But what they did was completely different than what they found out. So the scientists of Exxon told that this is how we are causing global warming, and specifically the fossil fuel burning, and the way we are channeling all our activities and all our energy system around fossil fuel. And what they did was they started funding, they started channeling money into funds to make sure that there are misconceptions and the ideas about the climate change are not accurate. So they were pouring money into fight the scientists who are trying to say the true reasons for climate change. At the same time, they were also even trying to create misinformation and stop any kind of government action inside the different spaces, discussion spaces. So when we stop and think that how the system that was producing, that was responsible for the climate change, for the way the carbons were burning, and the system that already knew, but which allowed for these big companies to keep on doing their work and at the same time channel money instead of really taking action to stop it, they were trying to protect their businesses. Then we realized that it was in the core the capitalist system that was allowing for this to happen. It was about, again, this profit before people, profit before humans. That was the thought, that was the main idea, and that's how we could arrive there. So when we look at it, we really realize it's not just a technical problem. It was just not simply we burning carbons, our very naive, innocent actions that led us here. It was actually a very well thought out and even intentional process that could lead us here. And that's why when we talk about the climate crisis, we cannot not talk about capitalism. And that's why I want to say that climate crisis is created by capitalism. It is not a technical crisis. Climate crisis is a social justice issue. And why do we talk about, when we say so that climate crisis is a social justice issue, what does that, when we try to further unpack it, where do we arrive? So climate crisis and colonialism, this is where we arrive. Because when we try to unpack the capitalist history of the today's world order, where we are, how did we arrive here? So this is also, now we are trying to dig deeper than how did Exxon ended up having so much power that they could really keep on doing what they wanted to do, and they could really keep on spreading misinformation and protect their power. This is where we will go back into the history of kind of how, what economic system allowed for certain smaller different companies to gather so much power in all over the world. So we look back and we see that there is a history of colonial exploitation that around for the whole money and wealth of the whole world get centralized into certain parts of the world, into the hands of the few. So that's why when we talk about today's world order and today's economic system, we cannot not talk about colonialism. We have to look into the background and the history that allowed for this centralized system. This image shows just the idea of how this talks about the whole Africa and the whole South America that was taken over, plundered to take over wealth and create the way for these certain companies to arise. There is a certain global world order in which we today exist. And in this world order, global South countries are embedded in a specific relationship with global North countries. There is a historical carbon emission, as if you remember my first slide when we were talking about then this whole carbon emission, there are certain parts of the world, there are certain way of production, and there are certain regions that are producing way more carbon than other parts. That means there is a historical responsibility that has piled up over the years. And then this slide is to explain a bit about the process of how we arrived. So then again, unpacking a little bit more about this system that has allowed and that has made way for the where we are today. So if you think about how did this whole thing again allowed for,
we see that development in the north has happened through a process of mineral accumulation from different parts of the world. It has happened through slave trade. It has happened through dominance over domestic markets of different global south countries. Minerals were accumulated from South America, from Africa. There were black bodies were taken away from African host African continent over hundreds and hundreds of years. There were trade, there were pushed products that were sold, pushed into the whole Indian subcontinent. They had their own market, they had their own local producers, but the colonizers, for example, that we know that the British were ruling India for, again, 300 years, and they would push, they would destroy the local producers, and they would really force the local people to buy goods that were not even good in quality from that was being produced in the big factories in Britain, in UK. Development in other parts we know is that there were corporate dominance over national markets that happened then as a continuation of this way when the dominance was established, then these different corporate groups were taking over the national markets through their products. And at the same time, we see through the trades, there were shifted terms of trade. Through also, we know over time with the World Bank and IMF, there are different rules. It was established that the capital could move freely wherever they would see higher return, but the people could not travel. So the good and capital could move freely, but it was always different when it was about people. And all of this was done at a very carbon intensive based economy. So once we unpack all this history, what we realize that there has been a long-term colonial relationship that has allowed for this system to persist. And that system has allowed us to arrive where we are. So kind of the climate crisis is a culmination of the historical colonial exploitation. And today this colonial relationship is still continuing. We would, this is one of the data taken from Global Financial Integrity Report that shows that often the aid that goes in even the global south countries, 18 to 24 times more of that aid flows back out of those countries. So even today, the relationship, these colonial relationships are continuing, and those are masked behind names of aid. Then the money that flows out of those countries are in the shape of interest payments, multinational company profits, and illicit financial outflows. And that brings us to the point of green colonialism. Then if we try to think that, okay, we can solve climate crisis. And for that, when we look at climate crisis, just a technical issue, we would think then, okay, we just need to fix energy, the way we use energy, and we just need to move away from not using fossil fuels, then it's possible, then we would be able to solve it. And this is the point to then we start and we say, no, we won't be able to solve climate crisis if you look at it just as a technical issue, if you don't talk about capitalism, we will end up just having green colonialism and green capitalism. What would that mean? So these are some examples that shows that how the eco-girds, this is one example taken by a news that how the eco-girds funded by WWF are beating up the people who lives near those forests, who have been living there and who has the right, who are dependent on the forest for their own livelihood. But because this new ideas of protecting nature, what is happening now, this countries or these powerful, even sometimes NGOs from Global North are going to the Global South and changing and stopping the relationship of the people. And this is being done in the name of protection, environmental protection. We know how this is talking about some of the windmills when they're that is taken away land from the Sami people, the local indigenous people in Norway. And the third example is how the lithium battery, because lithium battery is one of the most important thing for when we're talking about a transition, a green, a renewables transition. And because of we expect that lithium would become the higher, it's getting already higher in demand. And this is already given a rising crisis and conflict in the areas where there are lithium mines. So when we look into all of this situation, what we realize is unless we look into the relationship of the way we produce things and the way our economic and social justice issues are, unless we take into the consideration of even when we're discussing about climate crisis and we look at the climate crisis
as a part, as a culmination of all of the already existing social injustices, we won't be able to solve it if we will just keep making the same mistakes and reproducing same kind of power dynamics in the future as well. So how do we want to go forward? This is where it would seem like, okay, you're just giving some straightforward, simple answers, Tony. These are, how do we really want to go forward? I would say, of course, we have to demand for system change. We have to talk about degrowth. We have to talk about decolonization. We have to talk about global solidarity. But how, when we say that, isn't it too difficult? Isn't it then too broad? And how can we even approach that? Here, one of the thing is, I would say that system change, what might come as a daunting task, what we see now is as the face of the climate change is forcing us to really rethink our relationship with the world. It's really forcing us to rethink how we live, how we produce, and how we maintain the whole social structures and all the social contracts. And this is exactly when we look into all the projection. You already saw the IPCC projections at the moment, and we are seeing from our experience from the last 2-3 years being on the street demanding the governments and all the people who are in the power to really do what's necessary. We already know how difficult it has been, and when we stop and think why it is so difficult, it should be really what should be really common sense, what we are all realizing needs to be done at the moment. Why is it still so difficult? When we are facing an existential threat, when we are facing an existential crisis, why are we not being to change our old ways of living? That kind of brings into the answer of like, this is not so simple probably, of course, the talking about whole system change and changing the whole power dynamics and the status quo. For that, the most important thing I want to say is that it's being aware to know what the correct narrative is. We have to start talking about that we want to move away. These are the things we cannot make compromises. And the second thing is we have to start from what we, of course, we need to start making changes from what we have existing already, and we need to go as radical as we can go. So degrowth is one way that we need to keep talking about degrowth, because we cannot keep talking about growth and think we will be able to solve the climate crisis. I see my time is running, already run out. I would try to summarize in the way is that the point is when we are talking about with the today's projection and what we are facing, we have to be let our imagination go most radical, because what we realize already, unless we are ready to go for radical broader changes, we won't be able to solve the climate crisis and move away from it. So for that, this is where we have to have the vision, and we have to keep pushing for the biggest changes that we can demand for. Thank you. Thank you so, so much, Tony, for this speak and for these insights into how capitalism relates to climate change. And thank you so much for highlighting that it's not about profit before people, but people before profit. And climate crisis is a social justice issue. Thank you so much for highlighting this. I hope everyone is aware of this right now. And also thanks for highlighting the system change that is needed. We have collected questions again on TweetBack, and the guests want to know, what would you recommend to make big companies take up responsibility for their actions? Fines alone won't matter that much for those companies. If you look into what is happening at the moment, we should really make all those companies, we need to make all of those completely liquidated, those companies, because it's really, they are cashing out on our planet. If you start even finding in a way that we start saying, if a typhoon is hitting Philippines, it needs to be Exxon must pay for all the damages that's happening at the moment now. So it's really, we need to start talking about going after them in a way that you have been cashing out our planet at the moment and also our future. So of course the fines would not matter in a way, because the amount of money they're making, we cannot even connect to the amount of damage that's happening. But at the same time, if we realize that we cannot have both at the same time, this company exists and we have a future, a sustainable future that does not go hand in hand, this is only right that we start demanding, if the governments are listening to us when we're thinking about an energy transition, that would mean all the investments, all the money and the finances that we have now needs to move towards a renewable structure. And that would also mean that we need to take away also money from all of these companies. We should
declare all these companies bankrupt, and we need to just take them over and really start using that money to pay for the communities that are facing damages, to start paying for the new jobs that we would need to make the transition happen at the moment. So in this, again, I would say, I would love to go completely radical. I would say we need to abolish all of these companies. We need to completely take them over and kind of really use all their stakes and the money towards a rather completely green and other forms of energy and all forms of helping communities sustain and adapt. So would rather go that direction, not for a fine. Yes, all right. Thanks a lot for your opinion on this question. We also do have the time to ask a second question. So we want to take advantage of that, of course. The second question would be, how can we ensure an economic development in a less industrialized country or countries with renewable energy? Can you give us insights on that as well? Yeah, so for example, specifically, I can talk about, for the example of Bangladesh that we know, we were being forced to make coal power plants, whereas we don't need any coal power plants. And government had this plan for making 27 new coal power plants. From our energy need and also the feasibility that the amount of sun we have, the amount of wind and the seashore access we have, there was even from the movement side, there was proposed a alternative energy plan by the people that was proposed to counter all these power plants and the coal power plants, and showing that it's completely possible to even have a huge energy growth and completely do it from renewable sources. And the problem has been, even though we have the sum of the technologies and even though we have the possibilities and the demand and the people are also willing to go for that, nobody wants coal power plant. What was happening was, again, as you remember from the example of Exxon I showed you at the beginning, again, it was the lobby power. It was a lot of different international companies, a lot of different international money, and this coal lobbying that was going, trying to find their last bit of money, and they were ending up in Bangladesh. So one of the good things that recently happened is out of the 27 power plants, 22 got canceled. And now, due to a long-standing movement from the civil society and from different international community, the banks even who were financing coal power plants now are slowly moving. So these are some of the good things that's at the moment happening. So the money, the investors are also thinking that, okay, they do not want to finance in coal anymore. So these are the small changes that's happening. And we also see in these cases, there was also one German company that was involved with this coal power plant building. And this again shows how these relationships are hidden between the global supply chain, because this Fischner, this company, German company here in Germany, they pretend to be a very green company. They try to, in their own city in Stuttgart, they pretend that they're a renewables, they're only generating good technology, but at the same time, they are also trying to sell and make money from coal businesses in other parts of the world. So I think one of the good things we can see is when these relationships are being exposed, when there is more awareness, there's more civil society demand, these companies are being now forced to move away. So one of the simple thing is, if the finances are there, if there is interest and this lobbying, so if this lobbying didn't exist, it would be much more easy for any of the global south countries to even go for a renewable shift. We need to make sure that the technology is being shared without any patent, without any conditionality. The finances are not going behind this coal or dirty old energy things. And also at the same time, that we are not using this lobby power, are not dictating how a energy or how a country should be using energy, because this has been one of the biggest challenges at the moment all over. Like also here in all of the cases we see, although again, this lobby and these powerful groups again and again. So we already have got a lot of alternative energy. People are ready to go for it. We really need to then. So this, I would say also again, an example of win of civil society and the movements that we see in the case of Bangladesh. And we probably need to then try to replicate it and do it more and make it more clearer, these relationships and these demands. All right, thanks a lot for your answer. And thanks a lot for creating awareness tonight. We hope you can still enjoy the rest of the night, lean back and listen to the upcoming keynotes. Thanks a lot, Ms. Narshin. Genau, und als unseren dritten Keynote-Speaker für den heutigen Abend möchten wir jetzt Herrn Professor Dr. Felix Eckert auf die Bühne bitten. Und Felix Eckert ist Leiter und Gründer der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig und Berlin und hat außerdem als Jurist schon einige Klimaklagen vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten. Wir freuen uns jetzt sehr auf Ihren Vortrag zum Thema
Transformationsbedingungen zur Nachhaltigkeit und sind schon ganz gespannt, was Sie uns jetzt in den nächsten 15 Minuten erzählen werden. Ja, einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite aus. Dann teile ich mal als erstes meinen Bildschirm. Habe ich die Berechtigung? Ja, ich habe die Berechtigung. So, 1, 2, 3. Das ist bestens. Hier steht nochmal, wer ich bin, Felix Eckert. Wenn man sich die Nachnamenschreibweise nicht merken kann, Felix Nachhaltigkeit googeln, führt zum gleichen Ergebnis. Jurist, Philosoph und Soziologe, seit 18 Jahren Professor. Und in der Tat habe ich in meiner Habilschrift Theorie der Nachhaltigkeit die Argumentationen zu Grundrechten und Klima entwickelt und dann seit 2010 mit Gutachten gemeinsam mit dem Solarenergieförderverein die jetzt letzten Endes erfolgreiche Klimaklage vor dem Bundesverfassungsgericht vorbereitet. Die ist ja zunächst mal 2018 in einem Klagebündnis von Einzelpersonen, Hannes Jenicke, Volker Quaschning, Josef Göppel und anderen gemeinsam mit Solarenergieförderverein und BUND erhoben worden. Alle haben uns ausgelacht, die meisten Umweltverbände wollten nicht mitmachen. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht, vor dem noch nie vorher eine Klage auf mehr Umweltschutz erfolgreich war, im August 2019 die Klage plötzlich zur Entscheidung angenommen und dann sind alle Dämme gebrochen. Es gab 3 weitere Verfassungsbeschwerden, unter anderem von Fridays for Future Aktiven. Luisa Neubauer war eine davon. Und die haben dann im Januar 2020 also eben diese 3 weiteren Verfassungsbeschwerden eingereicht. Und über alle 4, also unsere und die 3, wurde dann jetzt entschieden vor einigen Wochen. Man könnte darüber allein jetzt reden, das ist nicht mein eigentliches Thema. Wie gelingt Transformation zur Nachhaltigkeit? Wissend, dass wir empirisch gesehen massive Probleme mit diversen Umweltproblemen haben, nicht nur Klimawandel, die interagieren auch alle, die folgen ähnlichen Treibern, fossile Brennstoffe, Tierhaltung etc. treiben nicht nur Klimawandel, sondern auch Biodiversitätsverluste, Stickstoff, Kreislaufstörungen etc. Das sind aber alles nur empirische Befunde. Ohne normativen Maßstab weiß man nicht, ob diese Befunde ein Problem sind und man kann auch keine Strategien und Instrumente benennen. Das Paris-Abkommen bietet uns aber ein Ziel an, ein rechtsverbindliches. Das ist in den Details zwar enttäuschend, das Abkommen, weil es scheinbar den Staaten so in ihr Belieben stellt, wie viel Klimaschutz sie betreiben. Das stimmt aber nur bei oberflächlicher Lesart. Das übergreifende Ziel ist verbindlich für alle Staaten. Artikel 2 Absatz 1 Paris-Abkommen sagt, und zwar nicht 2 Grad als Grenze, sondern 1,5 Grad. Da steht well below 2 degrees und soweit möglich 1,5 Grad. Das Bundesverfassungsgericht hat es jetzt auch verstanden. Das ist rechtsverbindlich und es geht um 1,5 Grad. Um das einzuhalten, braucht man zeitnah Null-Emissionen, besonders dann, wenn man mitdenkt, dass es ein ähnliches, ebenfalls verbindliches internationales Umweltziel gibt, die Umkehr des Biodiversitätsverlusts nach der UN-Biodiversitätskonvention und den Aichi-Zielen, die in deren Konkretisierung erlassen wurden. Und wenn man eben berücksichtigt, dass diese beiden Probleme interagieren. Warum liest man denn in der Zeitung immer, IPCC-Budgets würden uns einen Null-Emissionspfad bis 2050 erlauben? Man muss genau aufpassen, was da gemeint ist. Also Jahreszahlen und Budgets übersetzen sich nicht direkt ineinander. Man kann, je nachdem, welchen Reduktionspfad man wählt, aus einem bestimmten Budget ganz unterschiedliche Jahresendzahlen herausholen. Außerdem ist das IPCC-Budget ein globales Budget. Wenn ich davon ausgehe, alle Menschen weltweit haben gleiches Recht auf Emissionen und wenn ich dann eben davon ausgehe, also Deutschland hat deswegen nicht mehr Rechte pro Kopf, als sagen wir mal Tansania pro Kopf hat. Und wenn ich mir dann einen linearen Reduktionspfad vorstelle, komme ich vom jetzigen Emissionslevel ungefähr bis 2035, bis ich bei null Emissionen angekommen sein muss. Das ist das IPCC-Budget dann. Das ist aber bereits nicht etwa irgendwie ökologisch radikal, sondern eher ziemlich optimistisch gerechnet. Warum? Der IPCC gibt sich beispielsweise zufrieden damit, die 1,5-Grad-Grenze nur mit 67% der Wahrscheinlichkeit einzuhalten. Wenn aber eine Rechtsnorm, und sie ist wie gesagt verbindlich, merkt auch das Bundesverfassungsgericht jetzt, wenn ich eine Rechtsnorm habe, die sage, hey, ihr müsst 1,5 Grad einhalten, dann kann ich nicht mit 67% der Wahrscheinlichkeit das ansteuern. Und ich kann mich dann auch nicht auf einen Overshoot verlassen, dass ich also erstmal die Grenze überschreite und dann später das wieder umdrehe oder auf riskante Technologien mich verlassen, Geoengineering, Solar Radiation Management oder sowas. Insofern muss man eher deutlich vor 2035 sogar bei Null Emissionen sein. Das ist sehr radikal, aber es ist die Konsequenz, wenn wir den Artikel 2 Paris-Abkommen ernst nehmen, das, was der Stand der klimanaturwissenschaftlichen Forschung ist. Gemessen daran sind Deutschland und Europa keine Vorreiter. Unsere Pro-Kopf-Emissionen sind nach wie vor meilenweit entfernt von Null Emissionen. Hier steht noch großzügig Null Emissionen in 10 bis 20 Jahren. Ich habe gerade gesagt, es muss eigentlich weniger sein als 20 Jahre jedenfalls. Nun sagen natürlich alle, seit 1990 haben wir doch die Emissionen reduziert deutlich. Naja, wir haben sie verlagert in andere Länder. Wenn wir Exporte und Importe gegeneinander rechnen, dann haben wir pro Kopf immer noch ungefähr die gleichen Emissionen. Wir sind natürlich wohlhabender inzwischen.
Also ich bin Jahrgang 1972. Wir sind in Deutschland pro Kopf heute ungefähr 5-mal so wohlhabend wie 1972. Obwohl man damals ja nicht auf den Bäumen gelebt hat. Kurz gesagt, es würde eigentlich um null fossile Brennstoffe, sehr viel weniger Tierhaltung gehen. Das haben wir bisher nicht konsequent adressiert. Dieses Ziel und diese Bestandsaufnahme werfen die Frage nach der Strategie auf. Die wird wahrscheinlich nicht rein technisch sein können. Technik ist enorm wichtig, erneuerbare Energien, mehr Energieeffizienz. Höchstwahrscheinlich wird nur smarter produzieren und konsumieren. Das wäre dann eben in erneuerbare Energien und Effizienz, aber alleine nicht ausreichen. Wahrscheinlich wird daneben auch freiwillig oder politisch erzwungen Verhaltensänderungen nötig sein, also weniger konsumieren. Kurz gesagt, ergibt sich das mindestens aus zwei Gesichtspunkten. Erstens, das Problemausmaß ist sonst zu groß, gemessen am Ziel. Ja, also die Adäquanz von Strategien kann immer nur gemessen an einem konkreten Ziel bestimmt werden. Alles andere ist eine leere Diskussion. Und wenn ich sage, ich muss in 10 plus vielleicht ein paar Jahre bei Null Emissionen sein, wenn überhaupt, das ist einfach nahezu unmöglich, das rein technisch zu erreichen. Und außerdem gibt es eben noch ein paar weitere Umweltprobleme, die eher es auch noch schwieriger machen, auf die rein technische Schiene zu gehen, zum Beispiel bei den Biodiversitätsverlusten. Ich verkenne nicht, dass das Konsequenzen hat, sehr große sogar. Denn weniger kaufen heißt im Klartext, wir bewegen uns nicht absichtlich, sondern als ungewollte Folge unserer Umweltpolitik, wenn wir sie denn so machen würden, wie ich das damit einfordere, wahrscheinlich von einer Wachstums- und einer Postwachstumsgesellschaft. Ob mich das persönlich jetzt stört, ja, so wohlhabend wie wir sind im Schnitt in Deutschland, sei dahingestellt. Aber das hat sehr große Herausforderungen für die Rentenversicherung, den Arbeitsmarkt und weitere soziale Teilsysteme im Gepäck, die bisher auf Wachstum basieren. Insofern entsteht die große Frage, jenseits dessen, dass man da eben Strategien diskutieren muss, was heute nicht mein Thema ist, wie wahrscheinlich ist Wandel überhaupt? Unter welchen Bedingungen ist Wandel möglich? Und zwar sowohl Technikwandel als auch Verhaltenswandel. Und das ist jetzt nicht so graswurzelmäßig, so die kleinen Aktiven irgendwo weit unten gemeint, sondern Wandel umfasst natürlich alle. Also was motiviert den Menschen? Egal, ob es jetzt Politikerinnen sind, Unternehmerinnen, ob das jetzt Konsumierende sind, ob das Wählerinnen sind. Das sind alles Menschen, die menschlichen Motiven folgen und die auch voneinander in irgendeiner Weise abhängen. Und das gilt sowohl für den Verhaltenswandel als auch für den Technikwandel. Wann gelingt also Wandel und wann gelingt er nicht? Woran hängt das? Man könnte da jetzt lange methodisch ausholen. Mit sozialem Wandel beschäftigen sich x humanwissenschaftliche, teils auch naturwissenschaftliche Disziplinen, Soziologie, Soziobiologie, Neurowissenschaft, Psychologie, Ökonomik, Ethnologie, Psychologie, Erziehungswissenschaft. Ich breche die Aufzählung hier ab. Die verwenden unterschiedliche Methoden, auch je nach der jeweiligen Schule und Richtung. Ich persönlich trianguliere das alles, lege es übereinander, dann kommt man zu einem ganz, ganz guten und klaren, ausgewogenen Befund. Also nicht nur Befragungen, nicht nur Experimente, auch teilnehmende Beobachtung und so weiter. Und dabei kommt man im Kern zu drei großen Befunden. Das sind die drei nächsten großen Pfeile hier. Der erste Befund ist, Stoß mit den Händen Eis spielen, Wandel findet statt oder findet nicht statt in einem komplexen Wechselspiel von Akteuren. Das klingt zwar irre gut zu sagen, ja, da fehlt der politische Wille oder ja, die Unternehmen machen nicht mit. Das ist schon irgendwie korrekt, aber wir alle machen halt auch nur begrenzt mit. Also, klar, mit Unterschieden im Detail. Aber letzten Endes findet Wandel in einem Wechselspiel von Akteuren statt. Also plakativ gesprochen, ich kann da 1,5 Millionen Menschen wie am 20. September 2019 in Deutschland auf der Straße haben, die für mehr Klimaschutz demonstrieren. Und trotzdem kommt am gleichen Tag ein Witz von Klimapaket, Klimapäckchen in Berlin bei der Bundesregierung raus. Das ist kein Zufall. Politik und Wählerinnen hängen voneinander ab, beeinflussen sich wie in Teufelskreisen gegenseitig. So, und aber dieser politische Kreis, zu dem noch Lobbyierende und so weiter gehören, interagiert wiederum mit der Produktions- und Konsumsphäre, in der Leute drin sind, die was verkaufen wollen, Leute, die was Schönes kaufen wollen, Leute, die einen schönen Job haben wollen, Leute, die Politik machen und das alles regulieren, Leute, die wählen gehen und diese PolitikerInnen ins Amt bringen. Das sind zum Teil die gleichen Akteure, wie man merkt, in der Politiksphäre und in der Produktions- und Konsumsphäre. Wandel findet nur statt, wenn an allen möglichen Stellen sich Leute in Bewegung setzen und sich dann wechselseitig vorantreiben, statt sich wie in Teufelskreisen gegenseitig zu blockieren. Alles andere ist eine Henne-Ei-Frage, wenn man jetzt überlegt, wer ist da der Entscheidende. Klar braucht man eine andere Politik, aber die gibt es nur, wenn auch massiv Leute anfangen, anders zu leben und wenn Leute politisch Druck machen. Ja, bei Fridays for Future, in Parteien, in Verbänden. Ich bin selber im Ehrenamt zum Beispiel Vorsitzender des BUND Sachsen. Zweite große Erkenntnis aus dem Querschnitt der verhaltenswissenschaftlichen Disziplinen und der methodischen Zugänge. Auch wenn das so toll klingt mit dem Bewusstseinswandel. Nein, 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 Bewusstseinswandel ist nicht das Entscheidende. Bewusstsein ist ja so ein Oberbegriff für Faktenwissen und Werthaltung. Das als solches, gucken wir mal in den Spiegel, das ist die einfachste verhaltenswissenschaftliche Methode,
also Fakten, Wissen und Werte, das alleine treibt uns selten an. Im Gegenteil, wir aktivieren Wissen und Werte vor allem dort, wo andere Verhaltensantriebe dazukommen, da machen wir die denn dienstbar. Wir sagen, unsere Werthaltung passen wir zum Beispiel unseren sonstigen Motiven ganz gerne an. Mit Faktenwissen akquirieren wir vor allem dort, wo es zu unseren sonstigen Anliegen passt, die wir verfolgen. Wissen und Werte sind also relevant, aber mehr als Verstärker und nicht als originäre sozusagen Hauptfaktoren, die Menschen motivieren. Die anderen Faktoren, die wirklich wichtig sind, das ist der dritte große Punkt, sind die folgenden, die sich darin zunächst mal ähneln, dass sie alle ein Stück weit aus der menschlichen Natur kommen. Wir sind ja Produkte einer Naturgeschichte, einer Evolutionsgeschichte, einer Geschichte unseres Gehirns. Und dass sie auch aus der menschlichen Kultur kommen. Die Existenz menschlicher Kultur ist natürlich selbst wiederum ein Produkt der Natur. Das ist halt offenbar das Überleben der Menschheit an irgendeinem Punkt gefördert, dass wir eben da Fähigkeiten entwickelt haben, die andere Tiere so nicht haben. Für alle folgenden Faktoren gilt also, die sind von beiden Seiten gespeist. Ein besonders offensichtlicher Punkt: Menschen sind relativ eigennützig. Egal, wie gern wir das hören, das klingt vielleicht nicht so nett und elegant, aber so ist es halt im Großen und Ganzen. Das heißt nicht, dass wir das komplett sind, aber halt doch ziemlich stark. Klar, kooperieren wir auch, aber auch Kooperation kann was sehr Eigennütziges sein. Ich will sagen, man kooperiert natürlich gerne im näheren Umfeld, mit Freunden, Familie und so weiter. Beim Klimawandel würde es aber darum gehen, mit Bangladeschis zu kooperieren, die in 50 Jahren leben und die ich nie zu Gesicht kriegen werde. Insofern sind wir da doch noch sehr stark die Steinzeitwesen, die eben gelernt haben, im näheren Umfeld zu kooperieren und sich um den Rest keine großen Gedanken zu machen. Wir stecken auch in Pfadabhängigkeiten. Zudem sind globale Umweltprobleme wie der Klimawandel Kollektivgutprobleme. So, und all das klingt jetzt aber immer noch so, als würden wir die ganze Zeit bewusst und kalkulierend entscheiden. Nein, das tun wir nicht. Jetzt kommen noch die mehr un- und halbbewussten Faktoren dazu. Zum Beispiel Normalitätsvorstellungen. Nicht Normvorstellungen, das wären wieder Werthaltungen, sondern Normalitätsvorstellungen. Ist doch normal, dass eine bestimmte Partei eine bestimmte Politik macht. Ist doch normal, in Urlaub zu fliegen, wenn alle anderen um mich herum das auch machen. Ist doch normal, dreimal am Tag Fleischwurst oder irgendwas. Dass Menschen hatten seit der Steinzeit das Problem, die große Welt ist für ihren kleinen Kopf zu groß. Und da haben sie diese Abkürzungen gelernt. Und dazu gehören Normalitätsvorstellungen. Gucken, was machen die anderen. Und die wirken sich zum Teil sehr ungünstig aus, wenn ich das Klimaproblem und andere Umweltprobleme lösen will. Und der letzte Punkt, vielleicht sogar der allerwichtigste, unsere Emotionalität. Wir sind irre gut, wenn wir ganz viel verstanden haben, intellektuell im Verdrängen, darin eine Identität zu suchen. Und sei es sehr ressourcenintensiv, ja, schöne Reisen machen und dann schöne Fotos davon machen, bei Instagram oder irgendwo, oder uns mit einer bestimmten Linie identifizieren, der wir dann vielleicht auch aus Gewohnheit so ein Stück weit treu bleiben. Bequemlichkeit ist häufig ein Problem. Ausreden, Sündenböcke, irgendwie sind doch die anderen schuld. Es klingt doch besser, dass am Klimawandel irgendwie Donald Trump und die Chinesen schuld sind und nicht ich. Also klar, ich bin vielleicht jetzt nicht der größte Emittent, aber ich bin im Weltmaßstab schon ein relativ großer, selbst ich jetzt, als jemand, der also keinen Führerschein hat, nicht in Urlaub fliegt, seit 28 Jahren kein Fleisch isst, kein Handy hat und weiß ich nicht. Ja. Allein dadurch, dass ich relativ wohlhabend bin. Das ist auch im Übrigen der große Punkt, ne, also an dem man empirisch erkennen kann, wie begrenzt relevant Wissen und Werte sind. Wissen und Werte, also quasi Bildung, sind halt empirisch korreliert mit Wohlstand. Und Wohlstand ist einfach korreliert mit einem großen ökologischen Fußabdruck. Es gibt weitere emotionale Faktoren. Menschen leben häufig in so einer Lücke, Einstellung versus Verhalten, und merken es gar nicht. Können wir wunderbar verdrängen. Und wir haben auch häufig Schwierigkeiten, uns Komplexität vorzustellen. Warum bin ich Bestandteil einer letalen Praxis, wenn ich doch nur mal schnell ins Auto steige und ein paar Chicken Wings esse oder so? Das fühlt sich einfach nicht wichtig an. So, mal positiv gesprochen, Wandel ist natürlich trotzdem möglich. Da müssen aber eben verschiedene Akteure sich in Bewegung setzen und verschiedene dieser Faktoren in Bewegung bringen. Nicht nur einzelne davon. Und manche werden sich sehr schwer ändern lassen. Zum Beispiel, dass Menschen eher eigennützig sind, dass wir bestimmte hinderliche Emotionen haben. Aber man kann zum Beispiel Eigennutz in eine andere Richtung bringen, auch Normalitätsvorstellungen in eine andere Richtung bringen. Das kann aber nicht ein Mastermind, das kann man nur von verschiedenen Seiten her. Oh, ich sehe, ich habe noch 75 Sekunden. Das heißt, ich kann es jetzt nicht im Einzelnen mehr erklären, man muss von verschiedenen Seiten da loslegen. Und was den politischen Teil angeht, den aber jemand erkämpfen muss, der eben nicht vom Himmel einfach fällt und ich sitze auf dem Sofa und gucke zu. Man müsste zum Beispiel tatsächlich mal aufhören, die ganze Zeit über Deutschland nur zu reden und mal Deutschlands Rolle in der EU vor allem im Jahr der Bundestagswahl sich angucken. Die EU-Kommission geht ansatzweise in die richtige Richtung jetzt. Und da müsste Deutschland mal, statt weiter den Bremser zu spielen, mal den Antreiber spielen, zu sagen, Ursula von der Leyen, war ein ganz netter Anfang, aber jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr haben. Noch strengere EU-Klimaziele und vor allem Instrumente. Mengensteuerung für alle fossilen Brennstoffe mit Cap 0 2035 oder noch besser früher. Ein Cap, nicht null, aber so ähnlich, für
für tierische Produkte, man kann für Pestizide, dann schlägt man das Biodiversitätsproblem noch mit, auch sowas Ähnliches machen. Das muss man aber halt eben nicht zu Hause machen, sondern möglichst transnational mit möglichst vielen Ländern alle Sektoren umfassend eben an den zentralen Treibern fossile Tierhaltung ansetzen. Dann vermeidet man Verlagerungseffekte von Land zu Land, von Sektor zu Sektor. Man kann auch soziale Probleme dann besser lösen, weil unter einem festen Cap kann man auch soziale Ausgleichsmaßnahmen dann machen. Das geht bei Abgaben zum Beispiel nicht. Die pervertieren tendenziell den Effekt einer Abgabe. Ja, herzlichen Dank an Sie, Herr Professor Dr. Eckert, und Ihren Beitrag zu den Bedingungen, die notwendig sind, dass wir einen solchen Wandel vorantreiben können und einfach die Faktoren nochmal ins Bewusstsein gerückt haben. Denn ich bin mir sicher, dem ein oder anderen ist so manches auch nochmal stärker klar geworden. Für mich persönlich auch nochmal gerade der Punkt, dass wir unsere eigenen Gefühle und unsere eigenen Emotionen häufiger hinterfragen sollten und da eigentlich aktiv bei uns selbst anfangen können, ohne dass jetzt die Politik oder andere an anderen Stellschrauben gedreht wird. Und eine Frage aus unserem Publikum wäre jetzt, was sind die Stellschrauben für eine Transformation in Richtung Nachhaltigkeit in Deutschland? Was wären die ersten To-Dos, die Sie angehen würden? Ich habe es ja gerade gesagt, die größte Stellschraube ist aufzuhören, zu glauben, dass die Stellschraube in Deutschland liegt, sondern die Rolle Deutschlands in der EU zu nehmen. Das ist das, was bei Bundestagswahlen, Landtagswahlen etc. interessiert. Nicht Merkel, das ist vielleicht sowieso bald nicht mehr, aber auch nicht Berlin, sondern mindestens Brüssel, gemeinsam mit Staaten, zum Beispiel des globalen Südens, die, wenn man Standards gegen Geld macht, wenn man also sagt, hey, macht bitte mit beim Zero Fossil Fuels Pfad und wir kompensieren euch finanziell dafür, dass es erstmal teurer ist, Windräder zu bauen, als Braunkohlekraftwerke oder Steinkohlekraftwerke. Das ist der wirklich wichtige Weg. Das hat sogar das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil jetzt kapiert. Also Klimaschutz heißt zum wesentlichen Teil eine Verpflichtung, international, transnational tätig zu werden. Wobei das allerdings auch impliziert, dass man auch, also jenseits eben eines verbessert, also das wäre mein primäres Instrument der Wahl, jenseits eines radikal verbesserten EU-Emissionshandels, wo alle fossilen Brennstoffe drin sind, wo die Altzertifikate komplett gestrichen sind, wo das Cap nach vorne verlegt wird auf 2035 oder noch früher, wo im Grunde umgestellt wird auf einen sogenannten Upstream-Emissionshandel, der bei den ersten Verkehrbringern fossiler Energie ansetzt, wo man dann die Erlöse eben nimmt, um Entwicklungsländer für bestimmte Dinge zu kompensieren. Nicht etwa, um das dann hier wieder auszukehren, hier an die Bevölkerung. Ja, wir brauchen das Geld, um den globalen Süden ins Boot zu holen. Also hierzulande müssen wir ein paar vielleicht wirklich in einer bedenklichen Lage befindlichen ALG-2-Empfänger, Hartz-IV-Empfänger ein bisschen helfen, finanziell vielleicht, aber nicht jetzt in der Fläche allen da irgendwie was zurückgeben. Das klingt wahnsinnig populär, ist aber nicht die Lösung. Also so kann man Sozial- und Umweltpolitik im globalen Maßstab zusammenbringen, zumal Klimaschutz selber ja auch Sozialpolitik ist und auch Wirtschaftspolitik ist. Eins ist allerdings ganz wichtig, weil ja nicht, also es wäre völlig utopisch, was anderes zu sagen, weil unter keinen Bedingungen die gesamte Welt bei so einem Weg gleich mitgehen würde, braucht man ergänzend zu einem solchen Mengensteuerungsansatz für die fossilen Brennstoffe und in ähnlicher Form bei der Tierhaltung ein Border Adjustment, also ein Grenzkostenausgleich gegenüber Ländern, die nicht mitmachen. Dann verhindert man Verlagerungseffekte raus aus der EU. Sowas kann man auf nationaler Ebene zum Beispiel schon rechtlich gar nicht etablieren. Ein ganz starkes Argument, warum man auf EU-Ebene handeln muss. Nebenbei bemerkt, wenn, wofür die Diskussionszeit jetzt nicht reichen wird, jemand per se gegen Emissionshandelssysteme ist, die wirken halt eigentlich so ziemlich genauso, wie wenn ich eine Steuer machen würde auf EU-Ebene. Der Vorteil ist nur, ich kann sie im EU-Ministerrat mit Mehrheit statt in der Abgabe einstimmig beschließen und ich kann, ohne das System halt zu pervertieren, sie mit sozialen Ausgleichsmaßnahmen kombinieren. Und sie lassen sich auch noch wunderbar eben mit solchen Grenzkostenausgleichsansätzen kombinieren. Die Zeit ist heute sehr knapp. Ich bin ja auch dann gleich wieder sozusagen weg und es kommt noch was anderes. Ich bin auch heute noch in einem weiteren Berlin-Mitte-Podium beteiligt. Bitte gerne Felix Nachhaltigkeit googeln, auf meine Homepage gehen. Da steht zu all diesen Dingen auf Englisch, auf Deutsch, in populären Zeitartikeln, in Büchern sehr viel mehr. Ich freue mich auch immer über Mails und so. Ich versuche die auch immer dann eigentlich zu beantworten. Super, vielen Dank an Sie. Jetzt haben Sie sich ja sozusagen schon selbst abmoderiert, wenn man so möchte. Aber herzlichen Dank an Ihnen für Ihren Beitrag und die Einblicke, die Sie mit uns geteilt haben. Sehr gerne. Dankeschön. Dann machen wir auch direkt weiter. Last but not least wird nämlich noch Frau Luisa Neubauer zu uns sprechen. Sie ist vor allem bekannt durch ihren unglaublich engagierten
Klimaaktivismus. Sie ist Studentin für Geografie und Politikwissenschaften, hat einen super interessanten Podcast namens 1,5 Grad und schreibt nebenher gerade auch noch ein Buch. Heute Abend wird sie zu uns sprechen und zum Thema politischer Klimaaktivismus. Und wir hoffen, sie bringt alle dazu, morgen auf eine Demo zu gehen. Frau Neubauer, los geht's, Sie dürfen. Vielen, vielen Dank. Kann man mich gut verstehen? Ich glaube, meine Internetverbindung ist ziemlich cracky. Ist okay? Ist okay. Okay. Und wenn es irgendwie ruckelt oder sowas, tut was, warnt mich. Genau. Dann fange ich an. Vielen, vielen Dank für die Moderation. Ich freue mich wahnsinnig, dabei zu sein. Als ich mein allererstes Buch veröffentlicht habe, vor 2 Jahren, war ich damit auf, ich glaube, der ersten Public Climate School in Berlin auf irgendeinem Sofa an der Uni. Und ich wäre jetzt fairerweise mit euch auch gerne auf irgendeinem, also rund um ein Sofa bei irgendeiner Uni. Das machen wir nicht, aber das machen wir bestimmt irgendwann anders nochmal. Und es ist total, ich bin ganz begeistert und inspiriert von den Vorträgen, die schon da waren und von den tollen Menschen, die ihr schon gesprochen haben. Und genau, an der Stelle ein riesen Danke für alles und dass ich wieder dabei sein darf. Genau, ich wurde gefragt, darüber zu sprechen, wie man jetzt vom Wissen ins Handeln kommt und vom Reden ins Handeln. Und letztendlich ist das ja das größte Problem, vor dem wir stehen im Zweifel, ist, dass wir so wahnsinnig viel über die Welt wissen und so wahnsinnig wenig davon anwenden, beziehungsweise konsequent ignorieren, wenn es darum geht, zum Beispiel die kleinen Banalitäten zu lösen, wie die Klimakrise. Und ich möchte in 3 Schritten darüber sprechen, wie wir das auflösen können, was es von uns braucht und auch darauf zu sprechen kommen, was wir in diesem Wahljahr erleben werden. Denn das ist nicht irgendein Jahr, es ist ein ehrlicherweise weltentscheidendes Jahr und ich finde, wir müssen es doch so behandeln. Deswegen werde ich mich bemühen, nicht um den heißen Brei rumzureden. Genau. Wir stehen jetzt also da im Jahr 2021. Seit 2,5 Jahren gibt es Fridays for Future-Proteste. Im ganzen Land hat irgendwo irgendwer schon mal was vom Klima gehört, von der Klimakrise. Die Umfragen sind eindeutig. Die Mehrheit in Deutschland weiß Bescheid, dass es eine Klimakrise gibt, dass sie menschgemacht ist, dass es schlecht steht um uns und dass sich viel verändern muss. Die Mehrheit im Land sagt, wir sind auch irgendwie bereit, dass sich was verändert. Wir haben auch Bock darauf. Die Menschen sind auch bereit, persönlich was zu verändern, wenn man sie fragt. Und wir sehen auch, dass ja es kaum eine Ecke gibt, wo das nicht irgendwie angekommen ist auf irgendeine Art und Weise. Und jetzt stehen wir gleichermaßen vor einer ökologischen Bilanz, politisch und wirtschaftlich in Deutschland, die desaströs ist. Ich glaube, das vergisst man sozusagen nach wie vor schnell, weil das auch wahnsinnig gut überschnörkelt wird, wo wir eigentlich de facto stehen. Aber ich finde es ganz bezeichnend, dass zum Beispiel im Jahr 2020 0 Kilometer neue Schienennetze in Deutschland gebaut wurden. In Bayern 3 Windkrafträder, der Kohleausstieg wird gerade verlängert. Das neue Klimagesetz ist sozusagen im Endeffekt ein Weiter-so, wenn man das so behandeln möchte, wenn man weiterhin Ziele setzt, die nicht erreichbar sind und zu kurz gegriffen sind und gleichzeitig durch Maßnahmen hier und jetzt auch verhindert, dass diese Ziele überhaupt erst eingehalten werden könnten. Und ich finde es wichtig, wenn wir für die Situation stehen und uns fragen, wie gehen wir damit um, was heißt das für uns, wie stellen wir uns darauf ein, ich finde es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, was machen wir daraus und warum ist das so? Und an der Stelle kommen wir zu 3 Optionen, die praktisch den Leuten und uns allen offen stehen, wenn es um uns und die Klimakrise geht. Option Nummer 1, wir haben jetzt also dieses gesammelte Informationsbecken, was vor uns aufbereitet wird. Was machen wir? Wir entscheiden uns, und das ist praktisch, was mehrheitlich die Menschen in diesem Land machen. Man entscheidet sich, die Klimakrise oder die Informationen über die Klimakrise zu relativieren, auf die eine oder andere Art und Weise. Und das ist mittlerweile ein Hochleistungssport, also die Relativierung von der Drastik der Lage. Das passiert in jeder Partei in Deutschland, das passiert in jedem relevanten Medium, das passiert in den meisten Konzernen. Die Relativierung findet ungefähr so statt, dass man das zwar anerkennt, was die Klimakrise, dass sie irgendwie da ist, kaum jemand würde heute noch irgendwie rausgehen und tatsächlich die Existenz der Klimakrise leugnen, die Zeiten sind vorbei. Was man stattdessen macht, ist, man leugnet die Drastik, die Dringlichkeit oder die eigene Verantwortung. Das heißt, wir sind praktisch bei einem Next-Level-Klimakrisenleugnung angekommen, die
überall oder dass überall wirklich auch sehr konsequent umgesetzt wird. Und das kann man ganz gut erkennen. Michael Mann hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Das kann man ganz gut erkennen. Er nennt das sozusagen eine neue Propagandaschlacht. Mit allen Mitteln wird versucht, das, was vor unseren Augen so offensichtlich passiert, die Brände, die Fluten, die Stürme, die Katastrophen, die humanitären Krisen, die Kosten, die ja auch entstehen, in irgendeiner Weise so zu verpacken, dass am Ende nicht wir gefragt sind, etwas substanziell zu verändern. Und im Hinblick auf dieses Wahljahr auch, wird das von uns Klimabewegten, und ich ziehe euch 431 Leute, die aktuell in diesem Call sind, einfach jetzt an der Stelle radikal mit ein, das wird eine riesengroße Aufgabe werden für uns in diesem Jahr, gegen diese Next-Level-Klimakrisenleugnung gegen anzukommen. Denn natürlich hat sich politisch was verändert. Man ist viel besser darin geworden, die eigenen Bilanzen zu schönen. Armin Laschet ist ein total gutes Beispiel dafür. Der macht das so gut vor. Armin Laschet wäre derjenige, der erzählt, Windkraft, Frau Neubauer, aber in NRW sind wir doch Nummer eins im Windkraftausbau. Und er hat recht, bestimmt. In den letzten Jahren hat kein Land so schnell Windkraft ausgebaut wie NRW. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass die Latte für den Windkraftausbau in NRW ja nicht die einer Bundesländer sein könnte, die es auch sehr schlecht machen, sondern die Messlatte muss logischerweise zum Beispiel das Klimaziel für Erneuerbare in Deutschland sein. Herr Laschet wäre der Erste, der sagt, aber wir steigen doch aus der Kohlekraft aus. Das stimmt auch, sie steigen auch aus der Kohlekraft aus. Aber wenn man genau hinguckt, stellt man fest, sie steigen so spät aus, dass unser Klimabudget sprengt. Das heißt, die verlängern eigentlich eher die Kohlekraft und sie machen es nebenbei noch ungerecht und unsortiert. Aber das ist jetzt politisches Wohlwollen. Und das sind nur zwei Beispiele für das, was passiert, wenn man genau hinguckt. Hinter dieser neuen Art der Klimakrisenleugnung verbirgt sich eben eine Klimakrisenbeschleunigung, die nach wie vor vorangetrieben wird. Und das ist, was wir an allen Ecken und Enden sehen. Verdeckt hinter einer Feel-Good, wir machen es doch alle und die Klimakrise ist da, Atmosphäre. Wenn man Menschen in diesem Jahr überzeugen möchte, umzuwählen, muss man anfangen, über genau diese kleinen Twists aufzuklären. Das, was hinter diesen, ja, Frau Neubauer, ich finde den Klimaschutz auch ganz wichtig und wir haben uns auch längst entschieden, es wirklich loszulegen und natürlich sind wir beim 1,5 Grad Ziel angekommen, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Das ist eine abgegradete Art der Klimakrisenleugnung. Und das ist die erste Option, die offen steht. Was kann man noch machen, wenn man jetzt vor dieser Klimakrise steht? Und ich glaube, jetzt kommen wir zu einer Sache, die allermeisten Menschen nicht auch persönlich schon praktiziert haben. Wir wählen Feel-Good-Varianten des umweltbewussten Lebens. Und das ist manchmal gar nicht so sehr Feel-Good. Das hat was zum Beispiel zu tun mit einem drastischen Plastikreduzieren, wenn ich einkaufen gehe. Man gibt mehr Geld aus für unverpackte Lebensmittel. Man entscheidet sich persönlich nicht mehr zu fliegen. Das sind auch teilweise einfach sozusagen ungewohnte Situationen. Ich fahre jetzt 14 Stunden Bahn zu meinen Geschwistern nach London, statt 1,5 Stunden hinzufliegen, mache ich aus dem Bewusstsein, wir müssen noch irgendwas in unserem Lebensalltag verändern. Und das ist tatsächlich, ich würde sagen, fast gefährlicher, als die Klimakrise gleich zu leugnen. Was wir machen, wir aufgeklärten, bisschen woke angehauchten Ökobewussten, wir geben uns der Illusion hin, dass hinter dieser Klimakrise letztendlich rausschoppen werden. Und natürlich machen wir das Ganze so flohmarktorientiert und wir sagen auch, mehr, weniger ist mehr. Aber was wir im Kern tun, ist, einen auf eine Marketingmethode reinzufallen. Denn was wir ja wissen ist, selbst wenn wir alle überhaupt nichts tun würden, wenn wir alle zu Hause bei uns im Bett liegen würden den ganzen Tag lang und wir halten noch dabei die Luft an, würden die Emissionen um uns herum so doll ballern. Die Autobahnen werden ja weiterhin gebaut, die Kohlekraft weiter, man verlängert die Gasleitbilanz, die passiven Emissionen, die wir gar nicht durch unser eigenes Handeln praktisch eigentlich in dem Alltag mitproduzieren, die werden weiterhin emittiert. Wir selbst können zwar entscheiden, eine Bambuszahnbürste zu kaufen oder nicht, aber wir können nicht sozusagen im Alltag entscheiden, ob das Kohlekraftwerk weiter an ist oder nicht. Dafür braucht es Politik, dafür braucht es systemischen Wandel, dafür braucht es auch Systemwandel. Und deswegen, vorhin wurde hier dankenswerterweise mein Podcast erwähnt, würde ich von Ökotipp-Bullshit sprechen. Man hat mehrheitlich in diesem Land Menschen davon überzeugt, dass ihr Beitrag zum Klimaschutz ist, einmal in der Woche Bio einzukaufen und sich ab und zu darüber auszutauschen, dass wir doch alle weniger Fleisch essen wollen. Und ich möchte das nicht relativieren. Ich selbst ernähre mich vegan. Ich finde es ganz toll. Ich fahre für mein Leben gerne Fahrrad. Ich mache all diese Sachen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir das zu einem Großteil machen, weil es uns ein gutes Gefühl gibt, weil es oft gesünder ist und fröhlich macht und produktiver macht. Nicht, weil das der entscheidende Hebel ist in der ökologischen Wende, weil der liegt bei der Politik, der liegt bei der Industrie, der liegt bei der Finanzwelt. Und dafür braucht es Menschen, die sich organisieren und politisch werden. Das werden wir nicht im Supermarkt tun. Und eine zweite Sache finde ich dabei ganz wichtig, wenn wir von diesem Ökotipp-Bullshit sprechen.
Was passiert ist, dass Marketing und Industrie, ich habe auch mit einigen Forscherinnen und Forschern dazu gesprochen, es wurde erkannt, dass Menschen bereit sind, ein bisschen mehr Geld zu bezahlen, wenn denn auf irgendeinem Produkt steht, öko, grün, tut der Umwelt einen Gefallen. Und was das letztendlich macht mit uns im Kopf, ist impliziert, dass wir an der Stelle am wirkungsvollsten sind in der Welt, wenn wir Konsumentin sind, wenn wir konsumieren. Was für eine drastische und traurige Reduktion ist das von unserem Selbst, von unserem Wirken, von unserem Sein auf den Akt des Einkaufens. Wir sind ja mehr als konsumierende Menschen. Wir sind politische Wesen, wir sind emanzipierte Wesen, wir sind MultiplikatorInnen, wir sind NetzwerkerInnen, wir sind so viel mehr. Wir sind, haben alle eine Stimme, wir haben alle sozusagen die Straßen, die öffentlichen Räume, die es von uns zu filmen gibt. Wir sind so, so viel mehr als das, was die Industrie uns sagt, dass wir sind. Und das heißt, ich halte es für eine ganz fatale Entwicklung, dass wir ganz schnell von großen Klimafragen auf individuelle Konsumfragen abkommen, die, und das ist jetzt eine sehr große Klammer, aber nebenbei natürlich auch schnell klassistisch wirken, weil wir leben ja auch in einer Welt, in der Biogemüse teurer ist als anderes Gemüse. Das heißt, es wird auf einmal auch zu einem Privileg, sich umweltbewusst zu ernähren oder zu bewegen. Und solange das solange es ein Privileg ist, dem Planeten nicht zu schaden, nicht jeden Tag im Einkaufsladen 5 Menschenrechtsvergehen sozusagen mitzubezahlen, stimmt irgendwas nicht. Systemischer Wandel. Das heißt, zweiter großer Schritt neben dem Klimakrisenleugnungskomplex: Wir sind gefragt, in diesem Jahr mehr denn je, uns dagegen zu sträuben, dass man Klimabewusstsein reduzieren möchte auf einen Shopping-Trip. Wir sind gefragt, den Menschen zu zeigen, dass ihr Beitrag nicht das ist, was sie bei der Tiefkühltruhe tun, sondern ihr Beitrag das ist, was passiert, wenn sie anfangen, sich ernst zu nehmen. Viele Menschen fragen mich, was haben wir mit Fridays for Future bewegt? Und dann wollen Menschen, glaube ich, darauf abgehen, dass Menschen jetzt ein bisschen weniger Fleisch essen in Deutschland oder weniger fliegen. Der größte Beitrag von Fridays for Future in meinen Augen war der, dass Millionen Menschen an irgendeinem Punkt in den letzten 2,5 Jahren freitags morgens aufgestanden sind und sich entschieden zu haben, heute ihre Stimme wahrzunehmen, heute ihre Rechte wahrzunehmen, heute politisch zu sein, heute einen Unterschied zu machen. Und damit kommen wir zur dritten Option, die uns offen steht. Wenn wir vor der Klimakrise stehen, wir, insbesondere als junge Menschen, aber auch als sozusagen Gesellschaft überhaupt, die Bescheid weiß, was ist denn von uns gefragt? Und wenn wir uns dagegen entscheiden, die Umstände so zu relativieren, dass wir uns darin wohlfühlen. Und wenn wir uns dagegen entscheiden, uns auf eine Marketingstrategie einzulassen, die uns erzählt, wir werden aus dieser Klimakrise rausschotten. Dann haben wir die Option, und das ist so wunderschön, die uns da offenlegt, die uns schon offengelegt ist durch Klimabewegung der letzten Jahre und Jahrzehnte. Wir können anfangen, uns ernst zu nehmen. Wir können anfangen, uns ernst zu nehmen als Teil des Wandels, den es braucht. Und wie das geht, das wissen wir. Wir sehen auf die Klimakrise, ob etwas noch nie gegeben hat. Und wir wissen ja alle im Kopf und im Herz und in der Seele, dass es etwas braucht, was es noch niemals gegeben hat. Nämlich es braucht eine Antwort auf die Klimakrise, die es so noch nie gegeben hat. Und dieses Neue, was wir brauchen, wird nicht von nichts kommen, sondern dafür braucht es auch uns Menschen, die anfangen, Dinge zu tun, die wir noch nie gemacht haben. Es wird Menschen brauchen, die anfangen, die Klimakrise ernst zu nehmen, obwohl sie dachten, es wäre niemals ihr Thema. Und es wird Menschen brauchen, die in diesem Augenblick entscheiden, dass wir auf ihren Beitrag nicht verzichten können. Ihr alle, mittlerweile 426 Menschen in diesem Call, 25 schon nämlich, ihr alle seid Teil von denjenigen, die es unbedingt braucht, weil wir nicht einen Tag länger auf diesen Beitrag, auf euch als politisches Wesen, als politische Stimme, als politische Kraft, als Mobilisierungskraft, als NetzwerkerInnen und so weiter und so fort verzichten können. Dieses Neue wird nicht von nichts kommen. Das wird nicht kommen, weil die Parteien die letzten 30 Jahre damit verbracht haben, die Klimakrise zu produzieren, endlich umschalten. Wie naiv wäre das? Es wird auch nicht von der Industrie kommen, die massiv davon profitiert haben, die Klimakrise zu produzieren. Es wird auch nicht von den Finanziers kommen, die Klimakrise erst mit so viel Geld gesponsert haben, dass es zu dem werden konnte, was sie ist. Nein, die großen Veränderungen, die wir brauchen, wird ausschließlich von den Menschen kommen, die den Anfang machen. Und ich denke manchmal über Fridays for Future und über die Klimabewegung im Allgemeinen wie eine Wunderkerze nach. Es gibt einen großen Funken in der Mitte und wir streuen diese Funken in andere Bereiche und dann findet eine Selbstständigung statt. Dann erkennen Menschen in Unternehmen, in Schulen, in Kirchen, in Gewerkschaften, oh, ich will auch was machen. Und fangen an, diese Sache für sich selbst zu erkennen, zu gewinnen, aufzunehmen, einzuatmen und dann loszuziehen in die Welt. Damit eine solche Selbstständigung eintritt, braucht es massivst Menschen, die sich bereit erklären, Teil von diesem Wandel zu sein. Und das ist, was in diesem Jahr alles entscheidend sein wird.
Diese Wahl, diese Bundestagswahl, die ansteht, die kann zur ersten Klimagerechtigkeitswahl in der Geschichte der Bundesrepublik sein. Aber das ist nicht geschenkt. Die Zeiten haben sich verändert. Corona hat viel verändert. Ihr merkt, das politische Klima hat sich verändert. Es wird geschossen, es wird polemisiert, es wird gehetzt. Es werden tatsächlich politische Lügen verbreitet. Um diese Wahl zu einer Klimagerechtigkeitswahl zu machen, werden wir sehr hart arbeiten. Wir werden die Klimaleugnungsversuche aus Politik und Medien enthüllen müssen. Wir werden Menschen rausholen müssen aus dieser Komfortzone, dass wir kaufen uns aus der Klimakrise raus und reinholen müssen in diese Zone, in der wir gemeinsam sagen, wir wollen etwas Neues, dafür müssen wir etwas Neues in uns selbst anfangen. Dafür müssen wir verstehen, dass wir Teil von diesen Bewegungen werden müssen. Und an der Stelle öffnet sich eben so viel, was so schön sein kann. Stellt euch nur vor, wir schreiben das Jahr 2022 und wir starten in ein pandemiebefreites Jahr mit einer neuen Regierung, die die klimagerechteste Regierung ist, die man jemals gesehen hat. Das wird nicht für uns alle Probleme lösen, aber es kann eine Grundlage sein für so viel wunderschönen und dringend notwendigen Wandel, der dann geschehen kann. Diese Grundlage kann eine klimagerechte Regierung für uns bilden. Und damit das passiert, damit wir dahin kommen, an diesem Punkt, dass wir wissen, im Endeffekt sind da Menschen, die die Sache auf dem Schirm haben, die erkennen, was zu tun ist und die bereit sind, sich auf den Druck der Öffentlichkeit, den Druck der Bewegung einzulassen. Dafür müssen wir in den nächsten 5 Monaten richtig reinhauen. Und das wird Kraft und Konzentration und Energie kosten. Aber wir wissen, dass wir so gut vorbereitet sind wie nie. Und wir haben, was wir brauchen, mehr denn je. Und nicht zuletzt haben wir jetzt ein Verfassungsgerichtsurteil im Rücken, was uns rein juristisch alles geben sollte, was wir brauchen, um unser Recht auf Klimagerechtigkeit einzufordern, um den Schutz von unserer Sicherheit und Freiheit auch in der Zukunft einzufordern. Wir haben das, was wir brauchen. In diesem Jahr ist nichts, auch keine einzige Stimme für Klimagerechtigkeit geschenkt, aber mehr möglich denn je. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass wir in diesem Jahr noch Unmögliches möglich machen werden können, wenn wir uns entscheiden, Teil davon zu sein, von diesem Wandel. Tausend Dank für diese inspirierenden Worte. Vielen Dank, dass in deiner Keynote hervorgehoben wurde, dass wir mehr sind als eine Konsumentscheidung, dass wir alle eine Stimme haben und wir auch wirklich alle was bewegen können und einen Unterschied machen können. Vielen, vielen Dank schon mal. Aber jetzt erstmal noch die Frage, die unsere ZuschauerInnen am meisten interessiert. Und die lautet wie folgt: Welche Skills, Bildungshintergrund und Voraussetzungen müssen mitgebracht werden, wenn Mensch sich als junge Person in der Politik engagieren möchte? Die fragestellende Person sagt, ich habe Lust, was zu bewirken, aber zweifle daran, mich gut genug auszukennen. Wie wird man von den alteingesessenen Politikerinnen behandelt oder ernst genommen? Du hast da bestimmt schon viel Erfahrung. Lass uns davon gerne was hören. Es gibt keine Zugangsvoraussetzung für politisches Engagement, weil das Ding ist, die Menschen, also Demokratien funktionieren, weil Menschen bedingungslos teilhaben können sollten. Und das impliziert, man muss bestimmt viel wissen oder sowas, ist ganz gefährlich. Ich glaube, was wir jungen Menschen wissen müssen, oder Johanna, ich schätze, dass du auch ein bisschen jünger bist, aber es ist eigentlich egal, wie alt man ist. Wir müssen wissen, dass es gibt ein Recht auf Klimaschutz. Dieses Recht sagt, dass die Regierung verantwortlich ist, so zu handeln, dass wir auch noch in 30, 40, 50 Jahren die gleichen Rechte haben können, wie die Menschen, die heute leben. Das heißt, wenn wir so alt sind, wie Frau Merkel heute ist, dann sollten wir auch noch die gleichen Rechte haben und die gleichen Freiheiten haben. Das funktioniert nicht, wenn Klimapolitik gegen die Zukunft arbeitet. Aber was ja gerade passiert, ist, dass Regierung heute sozusagen probieren, den Menschen bequem zu machen, ihnen nicht zuzumuten, zu sagen, nee, das könnt ihr von den Menschen nicht fragen und das dürfen wir nicht von ihnen nehmen und überhaupt, das ist zu viel. Und damit eine unglaubliche Last auf junge und zukünftige Generationen schieben. Und wenn ich von zukünftigen Generationen spreche, dann spreche ich von den 20, 30er Jahren. Da bin ich noch nicht in meiner ersten Midlife-Crisis. Und das ist sozusagen, das ist, worauf wir gerade hinarbeiten. Und das ist ungerecht, das ist unfair und vor allem ist es nicht mal mehr sozusagen verfassungskonform. Das ist, was wir brauchen. Das ist die Kerninformation, die uns auf die Straße bringen sollte. Es muss kein Mensch wissen, wie viel Megawatt genau von welchen erneuerbaren Technologien, Quellen, Öl, Gas, Dings irgendwo hingebaut werden können. Das sind technische Fragen, die interessant sind zu wissen. Und ich glaube, es ist
Wir haben ja die Expertinnen und Experten, die uns alles geben sollten. Aber was wir brauchen in diesem Augenblick, ist ein Verständnis dafür, dass was passiert oder dass eine Politik gemacht wird, die maximal gegen uns arbeitet. Und da sind wir sozusagen in Deutschland weitestgehend noch die Privilegierten, denn diejenigen, die noch viel, viel mehr von diesem ganzen Scheiß ausbaden müssen, sind die Menschen, die schon heute Klimafolgen und die Konsequenzen unserer eigenen Emissionen erleben. Und ich glaube, was sozusagen ein ganz wichtiger Teil von diesem politischen Empowerment ist, ist den Leuten bewusst zu machen, hey, du hast eine Stimme und du hast zwei Füße und vielleicht ein Demoschild. Take it. So. Und mehr brauchen wir nicht. Und ich glaube, ich fände es einen wahnsinnig wunderbaren, radikalen Wandel in der politischen Kultur, wenn wir öfter anerkennen würden, was wir nicht wissen und sagen, hey, das mache ich auch ganz viel in Gesprächen. Hey, bei dem Feld kenne ich mich gar nicht genug aus, deswegen bringe ich einen Experten oder eine Expertin mit. Von Politikerinnen und Politikern ernst genommen zu werden, finde ich überhaupt kein erstrebenswertes Ziel, weil Politik funktioniert ja so, wie sie funktioniert, weil man junge Menschen nur sehr, sehr bedingt ernst nimmt in ihren Rechten, in ihren Möglichkeiten, in ihren Stimmen. Und ihr wisst, was passiert, wenn man der CDU vorschlägt, dass wir vielleicht 16-Jährige wählen können. Die fangen an zu schreien, weil die haben Angst vor 16-Jährigen Wählenden, weil sie genau wissen, dass sie genau gegen diese 16-Jährigen Politik gemacht haben die letzten Jahrzehnte. Das heißt, let's fuck it. Das muss überhaupt nicht passieren. Was wir sehen ist, wenn wir aufhören, den Älteren gefallen zu wollen, wenn wir was tun, was sozusagen politisch als unmöglich und wie wagen sie es und als ungehört dargestellt werden kann, dann kommt man ganz schön viel, viel weiter, als man sich das vorstellen könnte. Und als wir angefangen haben zu streiken, da dachte ich, dass die Reaktion ist, dass Menschen sagen, ach sorry Leute, wir haben es mit der Klimakrise total vercheckt, danke für den Reminder, wir kümmern uns. Unterdessen steht Herr Altmaier vor und sagt, wie wagt ihr es und vor allem doch nicht am Freitag. Das müssen wir uns sagen, und trotzdem sind wir, wo wir sind. Lass uns aufhören, irgendwelchen alteingesessenen Politikerinnen und Politikern gefallen zu wollen, sondern für unsere Rechte und die Rechte von Menschen jenseits Deutschlands zu kämpfen. Ja, super. Vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Und ja, ich kann mich nur anschließen, deine sehr inspirierenden Worte. Ja, genau. Wir würden jetzt sehr gerne, bevor es in den nächsten Teil übergeht, des Events noch gerne ein Bild machen mit unseren Speakern und Speakerinnen. Also wenn Sie, Herr Professor Dr. Lesch und auch Herr Professor Dr. Eckert, nochmal die Kamera anschalten könnten, würde uns das Team, ja genau, und Toni Nosche natürlich auch, nochmal auf die Bühne holen, sodass wir noch ein Bild machen können. So I wanted to repeat it in English for you, Toni, but I noticed you already heard us. So okay, can our team give us a quick heads up if the picture is taken? Mr. Eckert has left already. We got informed just now. So we'll be the five of us. Okay, I think the picture is taken. Thanks a lot. Thank you. Genau, und damit gehen wir auch direkt über in den nächsten Teil unseres Abends, in dem wir besonders Sie als Teilnehmer und Teilnehmerinnen gerne mit einbinden würden und interaktiv werden möchten. Wir haben zwei Fragen vorbereitet, die wir Ihnen stellen möchten auf dem Tool Menti. Einige, vor allem wahrscheinlich die Studierenden, kennen es bereits. Dazu bitte einmal auf die Seite menti.com gehen und den rot markierten Code eingeben, 8531955, wird auch gleich in den Chat geschickt oder auch gerne den QR-Code hier auf der Slide scannen. Wir haben jetzt so unglaublich inspirierende Keynotes gehört in der letzten Stunde und das wollen wir nutzen, um gemeinsam zu brainstormen, was wir jetzt tun können, um vom Reden ins Tun zu kommen. Ihr könnt einfach drei Schlagwörter eingehen, die euch einfallen zur Frage. Reflektiert auch gerne, was ihr gerade gehört habt. Nehmt euch ruhig ein paar Minuten Zeit. Und die Frage lautet, was möchtest du kurzfristig in den nächsten 1 bis 3 Monaten tun, um vom Reden ins Tun zu kommen und dein Leben auf mehr Nachhaltigkeit auszurichten? Wie gesagt, gerne kurz Zeit nehmen und wie man es hier schon sehen kann, wird dann eine tolle Word Cloud entstehen, von der wir uns dann ein paar Ideen abgreifen können. Aber wir lassen es jetzt einfach mal kurz laufen. Danke fürs Mitmachen schon mal. Okay, es zentriert sich schon auf jeden Fall demonstrieren, politisch aktiv werden. Spread the word, ja genau.
Wow. Okay, mit so vielen Wörtern hätten wir, glaube ich, gar nicht gerechnet. Die Cloud eskaliert schon richtig. Ihr habt viele Ideen. Jetzt kann man schon fast bald nichts mehr lesen. Ich habe aber auch Dinge rausgelesen, wie sich vegan ernähren, Ökostrom beziehen, aber vor allem auch, was wird es wie auf die Straße gehen, wählen gehen und auch informieren. Ja, krass. Wir würden unser Team dann einmal bitten, davon auch ein Foto zu machen. Dankeschön. Was meinst du, sollen wir die nächste Frage stellen oder noch abwarten? Vielleicht noch eine Minute. Okay, wir lassen euch noch eine Minute alle fertig eingeben, es passiert dir noch viel. Okay, ich hoffe, die meisten hatten die Möglichkeit, das Tool zu nutzen und alles einzutippen. Damit würden wir übergehen zur nächsten Frage, die sehr ähnlich ist. Sie lautet nämlich, was möchtest du langfristig ändern? Was möchtest du in den nächsten 1 bis 3 Jahren tun, um vom Reden ins Handeln zu kommen? Gleiches Spiel, gerne wieder eintippen, was euch dazu einfällt, was für Ideen ihr habt, womit ihr starten möchtet. Rechts im Eck steht jetzt gerade noch Voting is closed ans Technikteam. Ich weiß nicht, ob man hier noch was aktivieren müsste. Ich glaube ja. Jetzt soll es jeden Moment funktionieren. Vielen Dank an der Stelle an die Techies. Bis es funktioniert, wir scheinen immer noch Probleme mit der zweiten Frage zu haben, könnt ihr natürlich einerseits überlegen, was ihr gerne in den nächsten 1 bis 3 Jahren ändern wollt. Und andererseits können wir euch auch schon mal erklären, was jetzt gleich folgt. Wir dürfen jetzt noch 4 oder 5 Elevator Pitches hören. Das ist quasi wie ein ganz kurzer, knackiger Vortrag, eine Minute lang. Einmal von den Umweltreferaten der Münchner Hochschulen und auch von den Students for Future, die sich einfach kurz vorstellen werden, um gerade den Studierenden, die hier heute anwesend sind, zu zeigen, wie man sich engagieren kann in der eigenen Uni oder in der eigenen Stadt und wie einfach es ist, diesen Gruppen beizutreten. Schade. Sonst würde ich sagen, gehen wir über zu den Elevator Pitches. Ich sehe auch, Tobias macht schon seine Kamera, ist also wohl bereit. Lena shared, perfekt. Dann denkt es euch einfach für euch selbst, überlegt euch, was ihr langfristig ändern könntet. Ihr habt ja gerade auch schon bei den kurzfristigen Änderungen extrem viele Wörter einfliegen sehen. Wir sharen auch gern auf unseren sozialen Medien nachher noch diese Workcloud, dass ihr es euch nochmal anschauen könnt, was denn da alles dabei war und dass jeder sich ein paar Ideen davon rausgreift und wirklich morgen ins Tun kommt und sich von ein paar Buzzwords inspirieren lässt. Und dann übergeben wir jetzt an Tobias von Students for Future. Man kann dich gerade leider noch nicht hören, Tobias. Geht's jetzt? Entschuldigung. Perfekt, super. Okay. Ja, hallo, ich bin der Tobi, wie schon gesagt, und ich darf euch heute kurz Students for Future München vorstellen.
Wir sind eine Gruppe von Studis aus allen verschiedenen Münchner Hochschulen und Universitäten, die in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv sind. Aktuell ist unser größtes Projekt und auch langfristigstes Projekt hat mit dem Bayerischen Hochschulgesetz zu tun, wovon es letztes Jahr das erste Eckpunktepapier und den Entwurf gegeben hat, der unserer Ansicht nach in vielen Punkten problematisch ist, weswegen sich auch viele seitdem damit beschäftigen, dort eine positive Veränderung, vor allem in puncto Nachhaltigkeit, zu bewirken. Da das Hochschulgesetz auch nur alle ca. 15 Jahre geändert wird, ist das wirklich eine historische Gelegenheit, auch langfristig Veränderungen zu bewirken. Und solltet ihr jetzt Interesse bekommen haben, bei uns mitzumachen, schaut am besten einfach bei unserem Plenum, aktuell immer samstags, bei der Klimakneipe, das ist etwas lockerer, immer donnerstags, oder informiert vorbei oder informiert euch auf unserer Website stufen-muck.de. Danke. Super, danke an dich, Tobias. Dann übergebe ich als nächstes an Sophie vom Referat Nachhaltige Entwicklung der Hochschule München. Vielen Dank, Linge. Hallo, ich bin die Sophie und Teil des RNEs, das Referat für nachhaltige Entwicklung an der Hochschule München und Teil der Stufe. Wir setzen uns aus Studierenden fast aller Fakultäten zusammen, es sind insgesamt 14 an der Hochschule München, und unser Ziel ist es, Nachhaltigkeit generationsübergreifend an der Hochschule München zu verankern. Dabei setzen wir diverse Projekte um und betreiben auch Politikarbeit. Genauere Informationen erhalten Sie auf unseren Social-Media-Accounts, zum Beispiel Instagram oder auch auf der Homepage der Stufe. Sie fragen sich, was wir durch diese Projekte sowie das Engagement lernen und ob das überhaupt ein Mehrwert ist. Wir sammeln Projekterfahrung, arbeiten in Teams zusammen, setzen uns mit politischen Themen auseinander, merken, dass Fail and Error völlig in Ordnung ist, und übernehmen Verantwortung und vernetzen uns und lernen, mit diversen digitalen Tools umzugehen. Uns verbindet der Tatendrang, eine eigene Idee anzupacken oder Teil eines großartigen Projektes zu sein. Wir motivieren, inspirieren und begeistern uns vor allem auch gegenseitig. Wer uns jetzt genauer kennenlernen möchte, ist herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren, egal ob über E-Mail oder über Instagram. Denn Wandel fängt mit Bildung an. Super, vielen Dank an dich, Sophie. Dann übergebe ich direkt an die Johanna von der Hochschule für Musik und Theater hier in München. Hallo, ich bin von der Musikhochschule und unsere AG hat sich erst im letzten Wintersemester gegründet. Wir sind also noch ganz jung. Wir haben das Ziel, eine nachhaltige und klimafreundliche Hochschule zu schaffen und sind derzeit in 4 Teams organisiert, die sich jeweils mit der Energieeffizienz, mit der Mensa, mit Recycling und Kommunikation beschäftigen. Und wir sind zwar noch sehr jung, haben aber schon sehr viele Pläne und Ideen und konnten auch schon einiges umsetzen. Zum Beispiel in der Mensa, sobald die wieder öffnen darf, wird es dort Mehrwegschalen und Mehrwegbecher geben. Es wird ein veganes Speiseangebot geben und die Allergene und Inhaltsstoffe werden angegeben. Und viele weitere Änderungen sind auch schon in Planung und in Sicht. Zum Beispiel die Einführung eines vegetarischen Tags und auch das Angebot von Fernsnacks. Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, mitzumachen, dann schaut sehr gerne mal vorbei. Ihr erreicht uns über Instagram oder die angegebene E-Mail-Adresse und wir freuen uns über sehr viele neue Gesichter. Sehr gut, vielen Dank auch an dich, Johanna. Ich habe schon gesehen, Valentin von der LMU hat sich auch schon bereit gemacht. Du kannst sehr gerne loslegen. Super, vielen Dank. Ja, ich bin der Valentin vom Umweltreferat der LMU. Wir sind auch ein Team von extrem verschiedenen Fakultäten. Wir sind aus circa 13 verschiedenen Fakultäten Studierende, insgesamt 35 Aktive und engagieren uns, wie auch die anderen Referate, schon für Nachhaltigkeit an der Universität. Unser großes Thema ist in dem letzten Semester und in diesem Semester eine Bestandsaufnahme aller Nachhaltigkeitsaktivitäten an der LMU und daraus folgend ein Konzeptpapier, wie man denn eine der größten Universitäten Deutschlands nachhaltig gestalten kann. Und das ist so unser Mammutprojekt, in dem wir gerade sind und wo wir auch noch Mithilfe bräuchten. Also wir werden in circa einem Monat die erste öffentliche Version, den ersten Entwurf herausgeben und sind dann angewiesen auf viel Input von euch. Genau, deswegen checkt unser Instagram aus, checkt unsere Website aus, da sind alle unsere Projekte. Wir machen nämlich noch viel mehr und vielen Dank für die schöne Veranstaltung. Sehr gut, also an alle LMU-Studierenden, es wird tatkräftige Unterstützung gebraucht. Dann übergebe ich jetzt für den letzten Pitch an Lisa von der TU. Lisa, bist du da?
Ja, jetzt. Perfekt. Ich konnte gerade noch mein Video nicht einschalten. So, ich würde euch gerne noch was erzählen über das Referat für Umwelt an der TU München. Wir sind 70 Studierende aus unterschiedlichen Studiengängen und sind wie die anderen Referate eben auch einfach eine Anlaufstelle für alle Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen. Wir setzen uns auch für die Umsetzung der Nachhaltigkeit in einem Green Office an der TUM um. Und wir haben, wie ihr auf den Fotos schon sehen könnt, ganz verschiedene Projekte, schon Kleidertauschpartys organisiert und beim Garnix und Tunix vegane Essensstände. Rechts unten seht ihr auch, wir treffen uns auch so gerne und machen gerne Teambuilding-Aktivitäten. Und in unserem neuesten Projekt rechts oben seht ihr, dass wir gerade Hochbeete an der Uni aufgebaut haben. Und zwar können wir jetzt ein Garden-Projekt starten und kümmern uns da um sehr viele Gemüse- und Obstpflanzen und wollen eben ein konkretes Abbild von Nachhaltigkeit an unserem Campus schaffen. Wenn ihr Interesse habt, bei einem Projekt mitzumachen, dann könnt ihr uns eben auch kontaktieren, entweder über Instagram oder auf unserer Website findet ihr dann auch unsere E-Mail-Adresse. Und wir freuen uns, euch kennenzulernen und auf eure Projektideen. Super, vielen Dank an dich. Ich hoffe, dass jetzt alle Studierenden der jeweiligen Unis sich immer ein Screenshot gemacht haben. Ansonsten können wir bestimmt auch die E-Mails noch in den Chat stellen. Vielleicht noch eine kurze persönliche Anekdote an der Stelle. Patti und ich, wir sind auch erst seit letztem Herbst beim Referat für nachhaltige Entwicklung an der Hochschule München dabei. Und ja, ich kann euch nur ans Herz legen, mal bei eurem Referat vorbeizuschauen oder auch bei den Students for Future. Denn es ist wirklich ja, beeindruckend, wie viel man in so kurzer Zeit lernen kann, auch seine Uni mal aus einem komplett anderen Blickwinkel zu sehen und wie viel man als studentisches Team einfach auf die Beine stellt, wenn alle an einem Strang ziehen und an dem Projekt mitarbeiten, was sie oder ihn am meisten interessiert, wo er für brennt oder sie für brennt und entsprechenden Impact leisten kann. Ja, und damit sind wir jetzt leider auch schon sogar etwas verfrüht am Ende unserer Veranstaltung. Und Sie fragen sich jetzt bestimmt, wie kann ich jetzt direkt ins Tun kommen? Einerseits durch die ganzen Inspirationen aus den Keynotes und unserer Menti Word Cloud. Andererseits dadurch, dass Sie uns gerne Feedback geben können, über diesen QR-Code wieder einfach scannen und lassen Sie uns gerne wissen, wie Sie es fanden, was wir besser machen können. Denn am liebsten würden wir natürlich bald wieder so eine tolle Veranstaltung organisieren. Außerdem als krönender Abschluss von der Woche Public Climate School findet morgen noch eine Fahrraddemo statt. Radeln für das 1,5-Grad-Ziel. Um 14 Uhr startet die am Rindermarkt in München und geht vorbei an allen vier an der PCS teilnehmenden Hochschulen. Der Link auch nochmal im Chat. Wir sind auf jeden Fall bereit zum Losradeln. Es gibt natürlich ein Corona-Konzept. Informiert euch gerne und seid morgen mit dabei. Ergreift das Wort, nutzt eure Stimme. Wir können alle einen Unterschied machen und wir können alle was bewegen. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute Abend dabei wart. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und jetzt viel Spaß dabei, vom Reden ins Tun zu kommen.